gut. Wir starten mit Der letzte Herbst. Wir werden das Szenario anpassen, wie bei den letzten Malen auch. Werde ich komplett auf schwer spielen, was eine wirklich sehr, sehr harte Herausforderung ist, gerade wenn man es blind spielt und es noch nicht kennt. Es kann passieren, ich weiß jetzt nicht, wie das Szenario angelegt ist, dass wenn wir relativ früh sehr aussichtslos dastehen, dass ich dann nochmal neu starte. Das hatten wir auch schon mal machen müssen. Wenn wir aber sehr weit kommen und ich dann scheitere, dann ist das einfach so. Das muss man dann einfach in Kauf nehmen. Das ist das Risiko. Da habe ich auch kein Problem mit. So. Start. Personal Journal of Euphemia McLaughlin. Assistant Engineer at Imperial Exploration Company. It's been 5 weeks since we have left the familiar walls of Birmingham behind. Weeks of uncertainty, of struggle, of hope. And finally, we have reached the shores. We had 3 deaths so far. Or, small price for progress, as IE Seed called it. I can only hope I am going to avoid their fate. They've claimed there was nothing to fear. That this whole journey of ours was just a precaution. But now, it feels like the weather is changing. And the winter seems inevitable. Sehr schön. Ja, wie es schon einige im Chat richtig geschlussfolgert haben, wir erleben mit diesem Szenario, mit diesem DLC die Vorgeschichte. Und ich wiederhole nochmal, ich kenne es nicht. Ich habe nur mal kurz eine Minute reingeschaut in die Karte, ob alles technisch läuft. Aber ansonsten weiß ich nicht, was uns erwartet. Wir haben die Nordmeere durchquert, um Standort 113 zu erreichen. Dort errichten wir das größte Wunder der Technologie, einen Generator. Die Arbeiter, hierher gelockt durch die Aussicht auf einen festen Arbeitsplatz, konnten es kaum erwarten, die Arbeiterstreiks und Warteschlangen an der Brutausgabe hinter sich zu lassen. Sind beim Anblick der trostlosen Umgebung sprachlos. Sie wurden aufgefordert, nicht nach Einzelheiten zu fragen, und jetzt gibt es kein Zurück mehr. Niemand weiß, warum dieser Vertrag so wichtig ist. Bedenkt man, wie rapide sich die Lage im Imperium verschlechtert. Deine Vorgesetzten gaben dir eindeutig zu verstehen, es ist der wichtigste Job deines Lebens. Kein Druck. Für Königin und Vaterland. Grundeinrichtung. Bevor du mit dem Bau des Generators beginnst, musst du für die grundlegende Versorgungsinfrastruktur sorgen. Dazu musst du Häfen bauen und die Rohstoffe einsammeln, die sich darum anhäufen. Du wirst auch eine Quelle für rohe Nahrungsmittel brauchen. Errichte einen Angelhafen oder ein Wildbeuterlager bei einer Nahrungsquelle in den Ebenen. Okay, Leute, wir sind da. Und es ist so cool. Ich finde die Idee so fantastisch, dass hier erstmal noch alles grün ist. Plus 10 Grad. Wie entspannt, wie angenehm. Die Arbeiter finden es trostlos, aber wir wissen ja, was kommt. Sie werden noch viel trostlosere Dinge sehen. Okay, genau, und wir haben Wasser und einen Hafen. Okay, hier ist sogar ein Schiffswrack. Das gibt uns Stahl. Interessant. So, okay, wir gucken uns jetzt erstmal alles ganz genau in Ruhe an, bevor wir irgendwas hier tun.
weil jede Entscheidung wird wichtig sein. Ganz offensichtlich ist es irgendwie das Ziel, den Generator zu bauen. Ein Loch dafür ist schon da. Hier gibt es Ressourcen. Holzhaufen. Hier können wir also schon Arbeiter direkt hinschicken. Stahlhaufen. Hier haben wir unser Vorratslager. Dampfkerne, interessant. 3 Dampfkerne. Und hier auch nochmal ein Stahlhaufen. Das ist das. Was haben wir oben? Das sind die üblichen Ressourcen. Kohle, Holz, Stahl und Rohnahrung und Essensration. Wir haben im Moment keine Essensration, sondern nur ein bisschen Rohnahrung für einen Tag. Dampfkerne, Bauprofile ist neu. Stahlgemische ist neu. Dampftauscher ist neu. Sehr spannend. Alles andere kommt uns vertraut vor. 75 Arbeiter, 15 Ingenieure, 90 Leute haben wir hier zur Verfügung. Okay. Unser Ziel ist es, erst einmal in 8 Tagen müssen wir das schaffen, den Hafen zu erforschen. Wir haben aber noch keine Forschung. Dafür müssen wir eine Forschungseinrichtung bauen. Beginne mit der Sammlung der Rohstoffe, die sich am Hafen angehäuft haben. Wir haben ja noch gar keinen Hafen. Okay. Baue und aktiviere den Angelhafen oder schlage ein Wildbeuterlager auf. Gut. So, was haben wir hier noch? Sehe ich gerade. Ein riesiger Kohlehaufen. 2000 und 2000. Okay. Und Stahl haben wir im Moment scheinbar nur das, was in den Lagern ist. Und dieses Schiffswrack. Okay, sehr interessant. Gut. Dann werden wir jetzt erstmal diese Ressourcen, denke ich, einsammeln. Oder beziehungsweise wir gucken erstmal, was hier unten noch los ist. Was können wir im Moment schon bauen? Zelte. Wir haben natürlich jetzt noch keine Unterkünfte. Sanitätsstation. Speisehaus brauchen wir dringend, um die Rohnahrung in Essensration umzuwandeln. Rohstoffdepot ist klar. Sammelstellen. Okay, damit könnten wir das sammeln. Aber es gibt ja noch überhaupt keinen Frost. Deswegen scheint es mir effizienter zu sein, direkt in die Haufen zu gehen, als jetzt vorher eine Sammelstelle zu bauen. Und die Werkstatt. Die ist wichtig. Gut. Ich würde sagen, wir machen eine folgende Prioritätsliste. Wir werden jetzt erstmal auf Maximum hier, glaube ich, alle erstmal sammeln lassen. Alles, was geht. Ja, vorzugsweise Stahl und Holz. Wir haben immer noch 30 Leute. Die können dann auch schon mal hier anfangen bei den Dampfkernen. Und Dämmung für Zelte erforschen. Ja, Leute, also, stopp mal. Erstens, wir können noch gar nichts erforschen. Zweitens, als erstes werden wir den Hafen erforschen, weil das ist unser Missionsziel. Drittens, es ist erstmal plus 10 Grad, ne? Und alles ist in Ordnung. Also, insofern haben wir jetzt erstmal keine inhärente Motivation, das zu tun. Gut, wir haben ein bisschen Holz und ich würde sagen, ich starte mit dem Speisehaus, damit wir direkt erstmal Nahrung für uns herstellen können. Und das ist ja interessant, okay. Aha, wir dürfen nicht im Generatorbereich bauen. Spannend. So, okay, das heißt, wir müssen... Baufläche ist stark begrenzt. Das wird interessant. Ja, und die Bäume sind später auch noch Rohstoffquelle. Das heißt, die sollten wir jetzt nicht kaputt machen. Deshalb tendiere ich jetzt, das Ding hier hinzubauen. Soweit es geht erstmal. Und dann sehen wir weiter. Das kostet uns erstmal komplett Holz. Aber wir starten jetzt erstmal ganz entspannt. Gucken ein bisschen, wie die Leute arbeiten. Danach werde ich, glaube ich, die Werkstatt bauen, damit wir zu forschen anfangen. Und dann brauchen wir... Einwohner sind unzufrieden. Ja. Dann brauchen wir, glaube ich, die Zelte als erstes. Ich weiß, ich brauche eine Straße, aber für eine Straße brauche ich Holz. Das habe ich im Moment nicht. Insofern machen wir erstmal ein bisschen schneller. Bis die ersten Leute uns Holz gebracht haben, dann bauen wir die Straße.
Ja. Kann man die hier durchbauen? Nee. Hier unten ist doch eine Straße, oder? Warte mal, jetzt will ich es aber genau machen. Warum kriege ich das nicht hin? Oh, wir haben ein erstes Ereignis. Ein Ratschlag. Erste Schritte. Sir, unser Arbeitgeber, die imperiale Erkundungsfirma, hat den Standort für uns vorbereitet. Neben einem riesigen Schacht für den unterirdischen Teil des Generators haben sie uns auch einige Baumaterialien zur Verfügung gestellt. Wir sollten unser Lager aufschlagen und den Bereich um den Schacht freiräumen, um Platz für die Bauanlagen zu schaffen. Ja, okay. Da sind wir ja gerade dabei. Passt also. Alles gut. So, ich bin aber gerade mal dabei, jetzt einen richtigen Punkt für die Straßen zu finden. Warum lockt er sich da ein? Ich möchte hier entlang. Ja, so, genau. Das ist der Weg. Ha, wie doppeldeutig. Das ist der Weg. Okay, Straßen. Als nächstes die Werkstatt. Was brauchen wir für die Werkstatt? Da brauchen wir 15 Holz. Das Ding ist schon fertig. Kann noch keiner arbeiten, aber wir schicken schon mal 5 Leute rein. Straße fehlt noch. Gesetze. Guter Punkt. Gucken wir uns auch mal an. Administration. Ah, können wir direkt schon beschließen. Ah, ja, okay. Das Problem ist, dass wir natürlich jetzt noch nicht wissen, was jetzt auf uns zukommt. Ne? Ich meinte, man kann direkt mal Sachen starten, die man auf jeden Fall haben wird. Würde ich sagen. Das wird ein Wirtshaus sein. Aber dann müssen wir auch ein Wirtshaus bauen. Was nicht so schlimm ist. Aber erstmal, wir haben ja dann bestimmt, glaube ich, 3 Tage wieder Zeit. Oder ein Badehaus. Ich würde sagen, nach 0 Tagen und 18 Stunden können wir ein weiteres einführen. Das ist ja sehr großzügig. Ich würde sagen, wir schieben das noch ein bisschen raus. Ich will erstmal ein bisschen abwarten. Ich habe so ein bisschen Angst, dass die Missionen uns da so ein bisschen unter Druck setzen. Mit, ihr müsst irgendwie schnell ein Wirtshaus bauen. Und dann brauchen wir aber eigentlich was anderes. Badehaus ist neu, ja. Okay. So, wir haben das Holz jetzt. Für die Werkstatt. Die baue ich direkt daneben. So, und als nächstes brauchen wir jetzt Häuser. Mangel an Unterkunft, genau. Die Unzufriedenheit steigt sehr schnell. Das heißt, wir müssen wirklich jetzt sehr schnell, zack, zack, ein Zelt nach dem anderen bauen. Immer wenn wir Holz haben, muss das losgehen. Ich mache das jetzt ziemlich optimiert, eher entschuldigt, aber wir spielen halt hier auf schwer, ne? Ich würde sagen, die Zelte machen wir erstmal auf dieser Seite. Ja, starten wir hier. Und da brauchen wir natürlich auch eine Straße. Warten wir erstmal ein bisschen auf Holz. Die bringen wir nach hier. Lieber warten, bis der Kreis frei ist. Ich glaube, ich weiß es nicht. Aber im Moment schien es so, als ob im Kreis die Baugeräte stehen, um den Generator zu bauen. Ich denke nicht. Also, so klang es eben so. Aber bitte nicht spoilern, wenn ihr wisst, wie das läuft. So, nächstes Zelt. Nächste Straße weiterführen. Okay, wir sollten vielleicht, warte mal, ich nehme mal die Leute hier aus den Dampfkernen raus. Boah. Ah, okay, die bauen jetzt sowieso erstmal. Na, das ist okay. Noch haben wir jetzt auch kein irgendwie, wir haben keine Notlage. Ich werde jetzt keine Notschichten starten oder so, es gibt keinen Grund. Untätige Arbeiter. Nach dem ersten Arbeitstag schließen sich die Menschen in kleine Gruppen zusammen, um sich zu unterhalten oder Karten zu spielen. Ein paar Arbeiter werfen Steine in den riesigen zentralen Schacht. Ganz schön tief, was? Ich will gar nicht dran denken, dass wir dort unten arbeiten müssen.
Aus Langeweile oder vielleicht um ihre Ängste loszuwerden, stoßen noch weitere Arbeiter dazu. Das könnte gefährlich werden, aber das Lager bietet sonst kaum Unterhaltungsmöglichkeiten. Nee, jetzt kein. Wir müssen hier gleich mal zeigen, dass hier Disziplin herrschen muss. Haltet sie auf, wir brauchen aber. Okay, der Moment ist gekommen. Wir brauchen ein Wirtshaus. Das war ein Fingerzeig. Unterzeichnen wir das. So. Wie viel Zeit haben wir? 3 Tage. Okay, das ist wirklich überschaubar. Ein Wirtshaus, genau wie in London. Wir könnten es das Loch nennen. Okay, die ersten 10 Leute haben eine Unterkunft. Wir schicken mal hier die Ingenieure rein. Und damit öffnet sich für uns der Technologiebaum. Genau, im Wirtshaus sind die Arbeiter da nicht mehr untätig. So, was können wir denn hier machen? Also wir haben 3 Reiter. Die Technologie scheint auch komplett anders zu sein. Generatorkonstruktion, Nahrung und Gesundheit, Rohstoffe. Für mich ist erstmal klar, wir brauchen zwar den Hafen storytechnisch, aber wir brauchen dringend das Wildbeuterquartier, würde ich sagen, um Rohnahrung ranzubekommen. Wir brauchen aber 10 Holz für die Forschung. Wie doof. Naja, gut. Warten wir. Es würde jetzt eh nicht geforscht werden, weil Nacht ist. Aber es sieht sehr stimmungsvoll aus. Leider steigt die Unzufriedenheit konstant wegen Mangel an Unterkünften. Das ist unschön. Essensrationen halten für 2 Tage. Ich würde fast sagen, dass die Nahrungsbeschaffung... Was ist das hier? Warum wird das hier so schmutzig am Rand? Wegen der Unzufriedenheit? Bewerfen die uns mit Schlamm? Oder ist das eine optische Täuschung? Okay, also das nächste Holz brauchen wir für die Forschung. Dann werden wir die Zelte fertig bauen und dann dieses Nahrungsding bauen, würde ich sagen. Weil die Nahrung müsste noch einen Tag halten. Einwohner haben sich erkältet. Sir, einige unserer Einwohner haben sich erkältet, dass sie auf dem Boden schlafen müssen. Wir sollten ihnen Unterkünfte zur Verfügung stellen, ansonsten müssen wir langfristig mit negativen Auswirkungen auf unsere Effizienz rechnen. Ja, ist klar. Ich werde natürlich allen in 2 Tagen eine Unterkunft zur Verfügung stellen. Das ist überhaupt gar kein Problem. Allerdings haben wir jetzt schon Kranke, ne? Das ist schlecht. Das heißt, wir brauchen auch schon wieder Krankenzelte. So, jetzt ist natürlich die spannende Frage. Warte mal. Ist das schon ein Anlass für... Kann man schon... Nee, man kann auch gar keine verlängerten Schichten machen, oder? Nee. Na gut. Wie viel kriegen wir denn hier pro Tag? Das können wir jetzt schon mal analysieren. Halt, nee. Wo war das nochmal? Wirtschaft. Wir kriegen 68 pro Tag. Eieiei, das ist ja nicht viel. Spannend. Wie geben wir also die 75 aus, die wir jetzt haben für den nächsten Tag? Auf jeden Fall für die Forschung. 10, haben wir noch 65. Dann ist die Frage, baut man 6 Unterkünfte? Dann bleiben 10 obdachlos. Oder baut man weniger Unterkünfte, dafür eine Sani-Station? Ach, die ist teuer, 25 Holz. Nee, die müssen noch ein bisschen krank bleiben. Ich würde sagen, wir machen die Forschung plus so viele Zelte wie möglich. Wäre jetzt meine Idee. Weiß nicht genau. Um 8 Uhr geht die Schicht los. Ja, geht mal in die Arbeit. So, wir haben 10.
sofort die Forschung starten. Nein, es war falsch. Erstmal wieder alles gewöhnen. Start. Wird dann auch erst morgen fertig sein. Das heißt, es wird dann schon ein Hungerthema wahrscheinlich geben. So, die haben aber keine Rohnahrung mehr. Aber ich glaube, wir müssen das Speisehaus... Wie war das, Chat? Frage, die ihr beantworten dürft. Damit die diese Essensration essen, muss das Speisehaus geöffnet sein? Ja, ne? Das Speisehaus wandelt nicht nur um, sondern ermöglicht auch, dass dort gegessen wird, oder? Nein? Okay, das heißt, die essen irgendwie aus dem Lager. Gut, dann können wir die rausnehmen. Da haben wir sie drin. Wir haben dann 25 Arbeiter. Dann würde ich sagen, nutzt die Zeit und geht dann auch schon mal hier wieder rein und holt die Dampfkerne raus. Okay. So, jetzt wird relativ banal ein Zelt nach dem anderen gebaut. Und die Dampfkerne sind schon weggeräumt. Oh, krass. Wow. Dann haben wir jetzt schon 25 Leute, die nichts zu tun haben, außer zu bauen. Zelt. Bin am Überlegen, ob ich hier den Kreis weiterbaue oder in die zweite Reihe schon gehe, aber ich glaube, ich baue erstmal hier drumherum. Wird sicher noch eine Rolle spielen. So, wir können jetzt schon ein neues Gesetz einführen. Ah, ich kann auch schon wieder ein neues Zelt bauen. Da brauchen wir aber dann noch eine Straße direkt. Ich denke, wir machen erstmal hier weiter. Wir dürfen nicht mehr als... Die Straßen kosten auch ganz schön viel Holz. Okay, naja. Jetzt ist die Frage, Gesetzbuch. Haferschleim, herzhafte Mahlzeiten. Badehaus ist natürlich auch unkritisch, weil das wird man auf jeden Fall machen. Alle anderen Sachen weiß ich nicht. Kann man sich vielleicht noch aufsparen? Kapelle. Das ist auf jeden Fall auch eine gute Sache. Das Problem ist halt, dass man es bauen muss, ne? Einwohner, die in der Nähe eines Badehauses leben, werden seltener krank. Die Motivation steigt leicht. Ja, mit Rationen und Haferschleim. Das Problem ist, diese Entscheidungen sind halt irreversibel, ne? Und ich weiß nicht, ob ich eine irreversible Entscheidung schon so früh im Spiel treffen möchte. Mr. Seraphim, leider haben wir, das ist die traditionelle Frostpunk-Cam-Einstellung. Rechts sind auch irgendwelche schwierigen Sachen. Die Missionen werden noch nicht überdeckt, außer die Überschrift. Ich denke, ich lasse das so. Tja, Leute. Also ich würde normalerweise jetzt das Badehaus nehmen. Die Frage ist, ob wir in den nächsten 3 Tagen wirklich die Ressourcen haben, es zu bauen. Stopp. Wir brauchen 3 Kohle. Nee. Kohle ist jetzt doch gar kein Thema. Würde ich jetzt nicht machen. Kapelle. 30 Holz. Kapelle ist, glaube ich, ganz gut. Faustkämpfe? Ach so. Faustkämpfe ist gut, ja. Absolut. Guter Hinweis, weil da brauchen wir ja nichts bauen für. Sondern die finden ja einfach irgendwie in der Nähe der Kneipe statt, oder?
Ja. Machen wir Faustkämpfe, finde ich gut. Ach so, gut, ist natürlich erst, wenn das Wirtshaus da ist, aber ist okay. Wir haben halt genutzt. Ja, Unzufriedenheit geht ein bisschen runter. Sehr schön. Soweit, so gut. So, jetzt kurz mal überlegen, wir müssen halt dann noch wieder einen Weg bauen. Ne? Naja, einmal geht noch, aber der Weg dahin wird verhindern, dass wir ein weiteres Haus bauen, aber hilft ja nichts. Drei Holz. So, 17 Uhr, gleich ist Schluss. Das heißt, Holz reicht wahrscheinlich nicht mehr für ein weiteres Haus. Nee. Na gut, dann sind 20, glaube ich, in der Nacht jetzt ohne Unterkunft. Es werden wahrscheinlich dann noch ein paar Kranke hinzukommen. Wirtshaus haben wir noch 3 Tage Zeit. Ein Tag, 8 Stunden noch für die Unterkünfte. Das sollte hinhauen, ja. Das sollte hinhauen. Okay. So, die Leute essen. Alles gut soweit. Wir haben natürlich dann ein Essensproblem. Forschung ist dann am nächsten Tag. Dann muss dann die Nahrung Priorität haben. Oh mein Gott, das ist schon jetzt spannend. Die Spannung kommt dadurch, dass man weiß, es wird alles bald gleich super schlimm. Und es ist einfach so, die Ruhe vor dem Sturm. Es ist alles im Moment eigentlich alles unter Kontrolle. Na gut, man hat keine Nahrung. Ah, der Stress steigt schon. Ranger, sei gegrüßt. Was ein Leben im DLC, die haben ja nicht mal Schnee. Ja, so sieht's aus. Okay. Das Problem ist, wir brauchen natürlich auch Ressourcen für die nächste Forschung. Die müssen wir auch bedenken. Und die nächste Forschung, denke ich, muss sein Hafen. Für Hafen brauchen wir auch nochmal 10. Okay. Und für den Bau des Wirtshauses, des Wildbeuterquartiers, brauchen wir wie viel? 35. Oh Gott! Shit! Wir brauchen 20 Holz, 55, 55, das reicht schon wieder nicht. Das reicht nicht, Leute. Wir müssen... Wie machen wir das? Wir müssen diese Jägerhütte bauen. Wir müssen eigentlich die Ressourcen für die Forschung rausgeben. Wir müssen 2 Zelte bauen. Ja, Holz ist noch ein bisschen rumliegen. 82 hier und sowas alles. Naja. Das Leben im Lager. Augenöffner. Das Lager erwacht unter einer dunklen Wolkendecke. Die Stimmung der Einwohner ist bedrückend. Niemand hat uns gesagt, dass wir im Nirgendwo landen, murren einige von ihnen. Hier gibt es nichts als Arbeit für uns. Ja, was haben die denn bitte erwartet? Dass sie ins Schlaraffenland reisen oder was? Und sie werden noch eine Weile an diesem abgelegenen, kalten und elenden Ort verbringen. Wenn du nicht dafür sorgst, dass sie motiviert bleiben, wird die Effizienz darunter leiden. Die Motivation fällt mit jedem Morgen. Oh Gott. Okay, mal sehen, was wir tun können. Zieh die Erlassung eines Gesetzes zur Erhöhung der Motivation in Erwägung. Ja, im Moment. Warte mal. Bringen Faustköpfe mit Motivation? Nee, Unzufriedenheit. Was bringt denn Motivation? Freudenhaus? Ah, okay. Wir wissen, was wir als nächstes machen. Ja, aber wo kommen eigentlich
die Freudenhaus-Mitarbeiter her. Die sind unter den Arbeitern wahrscheinlich. Sind Arbeiter und Arbeiterinnen. Okay, warte mal. Versorge alle. 21 Stunden. Das heißt, wir müssen definitiv die Unterkünfte bieten. Da gibt es keine Diskussion. Das muss passieren. Wir müssen jetzt schon anfangen zu rechnen. Wir haben jetzt 8 Holz. Das muss ganz genau geplant werden. Wir haben 8 Holz. Wir haben Holzeinnahmen von 68. Das heißt, wir haben 76 Holz zur Verfügung. Minus 20 für die Unterkünfte. Bleiben uns noch 56. Dann war der Plan, dass wir forschen. Dafür brauchen wir 10. Sind noch 46. Und dann muss das Wildbeuterquartier gebaut werden. Das kostet 35. Bleiben 11 Holz übrig. So, und für diese 11 Holz, habe ich noch irgendwas vergessen? Das Wirtshaus hat noch Zeit. Für diese 11 Holz, die brauchen wir, um die Straßen weiterzubauen. Die Frage ist aber, ich werde, glaube ich, Zelte in die zweite Reihe jetzt bauen, um diese Umkreiseffekte besser nutzen zu können. Ach ja, Krankenstation, aber das ist nicht drin, Leute. Ja gut, dann haut es ja schon ungefähr hin. Wir müssen nur darauf achten, dass für die Straßen nicht mehr als 11 Holz ausgehen. Es wird mit Sicherheit auch Holzfäller geben, aber ich denke, wir sollten erstmal das Questziel anstreben. Weil es, schaut mal, beginne mit der Sammlung der Rohstoffe, die sich am Hafen angehäuft haben. Ich gehe davon aus, dass wir über den Hafen auch mit Rohstoffen versorgt werden. Insofern bleibe ich jetzt erstmal bei dem Plan. Ich denke, der ist sinnvoll. Sicher wird es auch Holzfäller geben. So. Wir müssen jetzt nichts überstürzen, weil die Unterkünfte sind nur nachts relevant. Wir warten jetzt erstmal die Technologie ab und starten die neue, würde ich sagen. Sofort, um keine Zeit zu verlieren. Das wird nämlich hier alles hardcore optimiert. Der Hafen. Ja, Sägewerk ist das, was wir dann brauchen, um Holz zu bekommen. 10. Okay. Dann als nächstes würde ich sagen Wildbeuterquartier mit den 35. Vielleicht könnten, ich weiß nicht, ob die hier auch nachts rausgehen, wie das hier funktioniert. Wäre natürlich gut, weil wir jetzt erstmals Hunger haben werden, was natürlich unangenehm ist. Naja, es gibt Jäger. Wildbeuterquartier, sagte ich ja. 35. Okay. Rohstoffe, Nahrungsmittel, Wildbeuterquartier. Es darf nur ein Wildbeuterquartier geben. Okay, ich bin gespannt, was die bringen. Basisheizstufe 2. Was hatte das als Basisheizstufe? 1, ne? Ja. Das wird vielleicht nochmal bedeutsam. Wenn wir überlegen, ob wir das hinten anschließen. Wir müssen bloß mit den Straßen jetzt ein bisschen aufpassen. Das sind 4 Straßenelemente. Wir haben dann noch 7. Es müsste aber reichen, wenn wir einmal nach hinten gehen und dann nach links und rechts, würde ich sagen. Okay, bauen wir das.
Das sind dreimal Holz, okay. Es ist sinnvoller, vielleicht hier durchzugehen und einmal nach links. Weil da müssen wir eh hin. Mach ich mal. Okay. So, ab danach können wir dann die weiteren Hütten planen. Ich hoffe, ich habe mich nicht verrechnet. 16 Uhr, 17 Uhr. Ja. 20 Uhr. Ich würde sagen, planen wir mal die Zelte. So, die Frage ist, wie wir es machen. Versetzt. Ja, irgendwo wird es ja dann immer versetzt. Ich werde es aber, glaube ich, hier ein bisschen weiter links machen. Ja. Da und da. Und die Straße ziehen wir dann hier mittig nach hinten durch. So. Ist das Ding fertig gebaut? Gucken wir gleich mal. Wildbeuterquartier. Ach du Scheiße. Wir brauchen auch noch 20 Holz, damit wir überhaupt Leute losschicken. Ja, woher soll man das ahnen? Okay, dann wird's jetzt echt eine Hungerzeit. Verdammt. Das sind dann... Wildbeuter sind offenbar... Ah, wie die Außenteams früher. Ich dachte, das wären sowas wie Jäger. Gut. Naja, dann also hungern. Immerhin haben wir... Wohnung. Ja, die Kranken bekommen nichts mehr zu essen. Das ist wahr. Drei sind schwer krank. Kann sein, dass wir bald die ersten Toten bekommen. Das ist wahrscheinlich nicht besonders motivierend. Aber ich frage mich, ob ich irgendwas anders gemacht hätte, hätte ich das jetzt gewusst. Okay, wir haben 8 Stunden Zeit für die Unterkünfte, das kriegen wir hin. Das ist das Wichtige, dass wir das Versprechen halten. Ja, Unzufriedenheit geht gut runter. Okay. Versprechen gehalten, Schutz vor Wind und Wetter. Jeder braucht ein Dach über dem Kopf und wenn es noch so klapprig ist, deine Einwohner freuen sich schon auf ihre wohlverdiente Ruhe. Motivation steigt hervorragend. So, sehr gut. Ja, nachts können wir jetzt eh nichts mehr machen. Doch, doch, ich denke, das Versprechen war schon gut. Weil gerade über diese quasi Versprechen-Quest bekommt man halt immer Zusatzmotivation, die wir so jetzt nicht bekommen hätten. Gut, das heißt, wir müssen wieder rechnen. Wir brauchen erstmal 20 Holz für die Wildbeute. Wir haben 5. Wir bekommen wieder 72. Wenn das Holz jetzt überhaupt noch reicht, wir checken mal, wie viel haben wir eigentlich noch. Hier sind noch 43 und da sind noch 48. Okay, das Holz reicht noch einen Tag. Ja, ist die Frage. Kriegen wir jetzt Holz über den Hafen oder nicht? Das weiß ich natürlich jetzt nicht. Sägewerk. Macht aus gefrorenen Bäumen verwendbare Materialien. Aus gefrorenen Bäumen? Okay, wieder eine Frage an den Chat, an Leute, die das kennt. Funktioniert das Sägewerk auch bei nicht gefrorenen Bäumen? Also bei den Bäumen, die hier stehen? Ich finde, ja, okay.
Gut. Naja, das ist nur Copy-Paste vom Hauptspiel, ja. Okay, das scheint mir dann jetzt tatsächlich die nächste Priorität zu sein. Schnelles Sammeln ist überhaupt völlig irrelevant. Profilmanufaktur wissen wir noch nicht, wozu eigentlich. Das heißt, eigentlich brauchen wir dann auch wieder 10 fürs Sägewerk. Kostet uns auch nur 10 im Bau. Gut, das heißt, wir brauchen jetzt schon mal 20 und 10 sind 42, die wir noch übrig haben. 42, die wir noch übrig haben. Da stellt sich die Frage, investieren wir diese 42 lieber... Ach so, der Hafen. Der muss ja dann wahrscheinlich auch gebaut werden, relativ schnell. Der Hafen kostet 25. Okay, also da ist dann die Frage, Wirtshaus, Hafen oder Krankenstation? Das sind die drei Optionen. Ja, das reicht nicht. Sanistation und Wirtshaus sind 45. Okay. Also, das Thema Hafen ist so, dass wir questmäßig noch 5 Tage Zeit haben. Insofern ist das nicht so dringend. Aber offensichtlich gibt es über den Hafen auch Rohstoffe. Und wenn wir über den Hafen Rohstoffe bekommen, ermöglicht uns das danach ja vielleicht schneller Neues. Vielleicht brauchen wir das Sägewerk dann noch nicht sofort und so weiter. Nochmal ein Hinweis, wenn ihr das Spiel kennt, bitte zurückhalten mit Tipps. Ich würde sagen, ich tendiere ein bisschen zum Hafen, einfach um die zu wissen, was dann kommt. Wirtshaus haben wir noch Zeit. Wirtshaus muss dann am nächsten Tag gebaut werden. Es müsste noch passen, ne? 24 Stunden, 18, ja. Ja, okay. Naja, Essen ist bei 0-0, ist klar. Deswegen, was soll ich machen, Leute? Deswegen brauchen wir das Wildbeuterquartier, ist klar. Das hat die Top-Priorität. Haben wir doch schon berücksichtigt. Naja, das ist so immer so. Nochmal so den Finger in die Wunde legen. Ja, es ist nicht so, dass mir das nicht bekannt ist. Ein neues Gesetz kann eingeführt werden. Okay. Haferschleim. Haferschleim bringt nichts, wenn man keine Nahrung hat, oder? Oder wie ist das, Chat? Kann man, also Haferschleim, ist das auch so, dass es einfach die mehr Nahrung gibt aus Basis-Dingern? Danke an dieser Stelle an Janko Ackermann ausnahmsweise. Das heißt also, jetzt Haferschleim zu machen, wäre Quatsch. Würde uns nichts bringen. Das Freudenhaus wird was bringen, aber erst, wenn wir das Wirtshaus gebaut haben, was wir natürlich am übernächsten Tag machen. Es würde aber auch reichen, wenn wir das erst das übernächste Mal machen, weil dann erst das Wirtshaus steht. Das heißt, noch nützt uns das nichts. Aber alle anderen Sachen bringen uns auch nichts, weil wir die Sachen ja eh nicht bauen können. Insofern werde ich, glaube ich, Freudenhaus machen. So, da gibt es keine Kommentare. Doch. Und ich dachte, wir hätten den Mist in London zurückgelassen. Und wer soll da arbeiten? Freiwillige? Jawohl, kaum. Ja, nun meckert doch nicht. Ich dachte, das steigert eure Motivation. Wartet erstmal ab, wenn es losgeht.
Oh Gott, also Nahrung ist echtes Problem. Aber Leute, wir haben, also das kann man ja jetzt nicht mehr forcieren. Wir haben sofort die Werkstatt gebaut. Wir haben sofort dieses Ding gebaut. Okay, man hätte was forcieren können. Man hätte auf zwei Zelte verzichten können und dafür Leute losschicken können. Das wäre eine Alternative gewesen. Ja. Der erste Tote. Einer unserer Einwohner ist gestorben. Krankheit, Unfälle und tödliche Kälte werden in dieser rauen Welt auch weiterhin Leben fordern. Wir müssen uns um die Leiche kümmern. Ja, das ist in der Tat ein Thema. Beerdigung vor Ort, Heimführung von Leichen. Können wir jetzt noch nicht entscheiden. Müssen wir aber dann wahrscheinlich demnächst mal schnell entscheiden. Brauchen wir uns jetzt noch nicht mit befassen. Wird eine schwierige Entscheidung werden. Kann ich jetzt schon mal sagen. Okay, da sinkt natürlich die Motivation. Das ist übel. Effizienzreduktion dadurch. Wenn das unter den Strich geht. Schwierig. Oh Gott. Nächster Toter. Wie, aber warte mal, die Unzufriedenheit geht runter, wenn die Leute sterben, weil dann keine Kranken mehr sind? Aber die Motivation geht auch runter. Dreimal ein Erwachsener ist gestorben. Eieieiei. Nein! Oh Gott, wir hatten nicht optimiert die Zahl der Arbeiter hier im... Wird sich das rächen? Was ist jetzt schon wieder? Skeptiker. Du hörst zufällig, wie zwei Arbeiter darüber streiten, ob die globale Abkühlung tatsächlich existiert. Du glaubst tatsächlich an diesen Weltuntergangsschwachsinn? Ich bin nur wegen des Geldes hier. Wenn wir mit diesem verrückten Projekt fertig sind, kann ich mit meiner Familie von St. Giles wegziehen. Dann bist du ein Narr, weil wenn der Frost kommt, werdet ihr alle sterben. Er wendet sich zu dir und fragt, habe ich nicht recht, Sir? Ich weiß, dass das die Kranken waren, das waren die Schwerkranken. Das System ist mir schon klar, wann gestorben wird. Nur die Unzufriedenen sterben. Achso, darauf war es eine Reaktion. So, konzentriert euch auf eure Arbeit. Die Unzufriedenheit sinkt leicht. Die Wissenschaft ist auf unserer Seite. Die Motivation steigt leicht. Nur Narren zweifeln daran. Ja, tatsächlich... tendiere ich zur Wissenschaft, einfach weil Motivation gerade unser größtes Problem ist. Okay, also die Wissenschaft ist auf unserer Seite. So, und was? Und jetzt ist der Moment gekommen. Jetzt brauchen wir noch Arbeiter. Warum geht das weiter? Stopp, Pause. Ah. Hafen erforscht. Aber wir brauchen vor allem jetzt Arbeiter. Die ziehen wir wo ab? Stahl ist jetzt erstmal nicht so existenziell. Ich ziehe jetzt erstmal Arbeiter hier ab. 15 Arbeiter für Wildbeute. Okay, wie kriegen wir denn hier Nahrung? Das dauert doch alles viel zu lange. Was ist das? Warum dreht sich alles? Was soll der Scheiß? Hör auf! Rentierspuren. Naja, das klingt nach Nahrung. Zwölf Stunden ist doch viel zu lange, Leute. Das ist doch Mist. Ja, wir hoffen, dass wir über den Hafen Nahrung bekommen. Okay, das wäre zum Beispiel jetzt eine Sache. Na gut,
Wir diskutieren das mal noch nicht. Einen Anglerhafen, den gibt es auch, ja. Aber dazu musste man erstmal den Hafen erforschen. Das heißt, beziehungsweise muss in Stufe 1 gehen. Was 50 Holz kostet, das ist jetzt auch noch nicht wirklich nah für uns am Anfang gewesen. So, ich hatte gesagt, dass Priorität... Nee, wir müssen... Ja, als nächstes müssen wir eigentlich... Eigentlich die Forschung machen, aber die Frage ist, was erforschen wir denn jetzt? Schnelles, achso, das Sägewerk wollten wir erforschen. Genau, das war's. Das Sägewerk. Und dann bauen wir den Hafen. Das ist jetzt der Plan. Ja, ist halt die Frage, ja. Oder baut man zuerst den Hafen, aber die Forschung jetzt so lange nicht zu machen? Was kostet nochmal der Hafen? Einfacher Hafen, 25 Holz. Ja, tatsächlich. Also stellt euch mal vor, wir kriegen jetzt, weiß was ich, 500 Holz mit dem Hafen. Dann ist eigentlich die Sägewerkforschung ein bisschen umsonst. Ich würde also doch erstmal den Hafen bauen, ehe ich irgendwas anderes baue. Ich glaube, der Hafen hat jetzt Top-Priorität. Ihr wollt die Krankenstation für einen Kranken? Nein. Das ist jetzt zu spät. Das hätte man machen... Ja gut, der wird auch noch vielleicht sterben. Aber das hätte man vorher machen müssen. Jetzt bringt sie doch im Moment nichts. Wir haben alle erstmal Unterkunft, es sind plus 10 Grad. Sehe ich jetzt nicht. Okay, ich warte jetzt auf die 25 Holz für den Hafen. Und dann warten wir, was der Hafen uns wiederum bringt. Wir müssen ja relativ schnell bauen können. So. Aha, die Punkte sind definiert. Cool. Starten wir mal hier. Ich mache jetzt noch nichts, solange der Hafen nicht fertig ist. Eisen sammeln? Wo sollen wir Eisen sammeln? Ach so, wir hatten da Eisen wieder... stimmt. Aber jetzt brauchen wir 10 zum Bauen. Ja, aber du hast recht. Das heißt, wir können hier 12 hinschicken. Ja, alles gut. Völlig korrekt. So, das muss aber mal ein bisschen schneller gehen hier mit dem Hafen. Oh, das dauert ja ewig, ehe die da sind. Das ist ja frustrierend. Zwei Stunden. Shift's over. Stow your tools. Okay, wie läuft das hier? Außer Betrieb. Zehn Ingenieure. Okay, die produzieren Haufen. Ah, Stahl, Holz, Kohle. So läuft das mit dem Hafen. Aber keine Nahrung. Okay. Na gut, im Moment noch nicht zumindest.
Okay, das löst jetzt nicht so richtig unsere Probleme. Was machen wir jetzt? Na gut, auf jeden Fall denke ich, werden wir dann sofort erstmal Holz produzieren. Und wahrscheinlich müssen wir dann allerdings das Holz sammeln. Und irgendjemand hat in den Chat wahrscheinlich zurechtgeschrieben, dass das Sammeln über die Sammelstellen effizienter ist. Und ich bin mir nicht sicher, ob wir, ja, man weiß jetzt nicht, wie viel Holz das bringt, ob ein Sägewerk nicht trotzdem wichtig wäre. Man könnte natürlich noch einen zweiten Hafen bauen, wie wir gesehen haben. Und auch dort Holz sammeln lassen. Das ist jetzt eine spannende Frage. Okay, was meint ihr? Gehen wir auf Sägewerk oder sparen wir lieber Holz für... Folgendes Problem. Wir haben jetzt den Hafen. Das war, glaube ich, das letzte Ding, was hier passiert ist. 18.22 Uhr. Mehr kann jetzt auch großartig, naja, wir könnten theoretisch noch was bauen, wir haben 27 Holz. Sammelstellen war ein Thema, genau, Märchenforsch, das ist jetzt der entscheidende Punkt. Ich bin mir nicht sicher, wie wir jetzt weitermachen. Wir haben ein massives Nahrungsproblem und die Frage ist, wann kommen wir an Nahrung ran? Der Hafen bringt uns keine Nahrung. Aber die nächste Nahrungsquelle sind entweder die Leute, die hier irgendwann die Rentierspuren erforscht haben. Wann sie dann aber zurück sind, steht auf einem anderen Papier. Und der Angelhafen, der klingt natürlich interessant. Die Frage wird sein, muss der Angelhafen, wird er auch auf so einem Hafenspot platziert? Vermutlich. Weil ich hatte nämlich schon überlegt, ob ich einen zweiten Hafen hier noch hinbaue, um mehr Holz zu bekommen. Okay, das sind also jetzt so die Überlegungen. Das Entscheidende ist aber jetzt, forschen wir noch am Sägewerk oder sparen wir lieber das Holz, um schnell auf Stufe 1 Reißbretter zu kommen, um dann wiederum möglichst schnell den Angelhafen zu haben. So, wir kriegen ja jetzt hier Holz, ne? Was wir natürlich nicht wissen, wie schnell das... also, ich gehe mal davon aus, das funktioniert so. Das war die letzte Frage, die ich gestellt habe, als ich gemerkt habe, dass ihr nicht mehr da seid. Ich denke, das wird so sein, dass diese Hafenarbeiter quasi Holz produzieren, Haufen, und die dann trotzdem eingesammelt werden. Und es hatte vorhin im Chat jemand geschrieben, und vermutlich hat er da recht, Sammelstellen sind wahrscheinlich effizienter beim Einsammeln. Ja. Reich, verlassen wir uns auf diese eine Holzquelle oder brauchen wir nebenbei auch noch Holz hier aus dem Wald? Wenn das der Fall ist, sollten wir als nächstes das Sägewerk bauen. Aber ich habe immer noch das Problem Nahrung, ne? Aber wir müssen einfach auf die Rentiere hoffen, oder? Genau, die Hafenarbeiter machen nur die Haufen, ja. Also die große Frage ist, machen wir jetzt Sägewerk erst, um eine zweite Holzquelle noch zu haben? Oder gehen wir direkt auf Reißbretter? Das klingt irgendwie falsch, die Hafenarbeiter machen nur die Haufen. Ich tendiere ein bisschen zum Sägewerk. Nordana, ich unterschätze das schnelle Sammeln. Ja, ja. Das unterschätze ich gar nicht so sehr. Man muss halt beachten, wo das was bringt. Ne? Also das schnelle Sammeln wird gegebenenfalls was bringen, wenn der hier konstant Haufen produziert. Hier hätte es natürlich ein bisschen was gebracht, weil ein paar Sachen wir früher gebaut hätten, da gebe ich dir recht. Aber das schnelle Sammeln
einfach zu sagen, dass man 10% mehr Ressourcen dauerhaft hat, gilt nur dann, wenn die Ressourcen unendlich sind. Hier nicht, weil die Zahl ist ja begrenzt und man sammelt die Begrenzten halt nur schneller ein. Das ist schon ein Unterschied. Wenn man natürlich hier eine dauerhafte Quelle hat, die dauerhaft auch schnell produziert, dann ist ein schnelles Sammeln gut. Das gebe ich dir recht. Okay. Sägewerk oder Stufe 1 sparen. Ja, Fischereihafen ist Stufe 1 sparen. Na gut, dann sparen wir. Das heißt, wir machen jetzt nichts. Können auch jetzt dann erstmal keine Forschung starten, sondern müssen jetzt einfach hoffen, dass die Rentierleute irgendwas Vernünftiges bringen. Das Wirtshaus muss auch noch gebaut werden. Ein Tag. Das muss quasi jetzt am nächsten Tag gebaut werden. Oh, das ist ein Problem. Stopp. Das ist auch noch ein guter Hinweis. Wir haben 27. Kriegen hier noch 14. Kriegen hier noch 24. Und wir wissen nicht, wie viel hierbei rumkommt. Das wissen wir erst am nächsten Tag. Und wahrscheinlich müssten wir, um das effizient zu sammeln, auch eine Sammelstelle bauen, was wiederum 15 Holz bringt. Kostet. Ja klar, man muss natürlich Holz einstellen, das ist mir schon klar. Noch wird da ja nicht gearbeitet. So, jetzt kommt der Hunger. Jetzt können wir nur hoffen, dass die da jetzt irgendwas finden. Das wird jetzt entscheidend sein. Rentierspuren. Ah, was war da? Ein halb aufgefressener Rentierkadaver liegt auf der zertrampelten, blutbefleckten Erde. Die Spuren führen weiter. Oh nein. Was ist denn das für eine Scheiße? Nistplatz oder Jagdgründe? Ja, wir gehen zu den Jagdgründen. Das dauert ja wieder ewig. Was? 12 Stunden? Oh nein! Okay, alles klar. Ich glaube, eure Entscheidung war gut. Naja, mal sehen. Also es sieht ja im Moment jetzt schon katastrophal aus. Na, mal sehen. Möglicherweise. Ich will auch nicht den Teufel an die Wand malen. Aber wir hatten schon mal eine ähnliche Situation in einem anderen Szenario, wo wir gemerkt haben, wir haben am Anfang einen ziemlich entscheidenden Fehler gemacht. Na, wir gucken mal. Noch geben wir die Hoffnung nicht auf. Bis jetzt erst 3 Tote, ja. Aber der Hunger kommt jetzt. Die Unzufriedenheit kommt. Oh mein Gott, das Problem ist, das muss ja auch erstmal erforscht werden und dann muss es gebaut werden und dann erst kriegen wir Nahrung. Oh Gott, 2-3 Tage ohne Essen, ja, toll. Naja, was ich falsch gemacht haben könnte, ist die Tatsache, dass ich nicht auf Sammelstellen gegangen bin. Den gleichen Fehler habe ich schon mal gemacht, aber ich dachte einfach hier, da war es das Problem, dass die Leute alle krank geworden sind. Hier hat es möglicherweise was mit der Sammeleffizienz zu tun. Weiß nicht genau. So, die sind da in 5 Stunden. Wir haben kein zu essen. Wir forschen nichts. Wir haben kein Wirtshaus. Entscheidend wird sein, wie viel Holz wir jetzt bekommen von hier. Dann wird sich auch die Wirtshausfrage klären. Telegrafenstation. Jetzt, da wir die grundlegende Infrastruktur zur Ressourcengewinnung fertiggestellt haben, können wir mehr Leute und Dampfkerne aus England herbringen. Dafür müssen wir doch eine Telegrafenstation errichten. Okay. Ja gut, davon sind wir weit entfernt.
Könnt ihr euch eine Sache erklären? Wartet mal kurz. Baue und aktiviere den Angelhafen oder schlage ein Wildbeuterlager auf. Das haben wir doch getan. Wir haben doch das Wildbeuterlager. Warum ist diese Quest noch nicht erfüllt? Könnt ihr euch das erklären? Schon ein bisschen merkwürdig, oder? Halt, wir wollten gucken, was jetzt hier passiert. Die machen 16 Holz die Stunde. Das ist schon ganz cool. Ach so, Lager wird draußen aufgebaut. Okay, das ist das Quartier. Verstehe. 16 Holz die Stunde. So, wo packen die jetzt das hin? Und wie sammeln wir das am besten ein? Ich würde sagen, erstmal mit Leuten, aber später dann, so schnell es geht, mit der Sammelhütte. Mal gucken. Ah, da kommen jetzt Schiffe. Ah, oh, wie cool. Krass. Das ist ja geil. Okay, da sind 16. Gut, sammeln wir die erstmal. 3,4 die Stunde. Wenn wir es so machen. Mhm. Das ist Quatsch, weil die Holzvorräte gleich erschöpft werden. Warte mal. Die machen... Stopp mal. Die produzieren 16 pro Stunde und wir sammeln aber nur 3,4 pro Stunde. Das heißt, da müssen wir eine krass höhere Effizienz irgendwie an den Tag legen. Boah. Sammellager und Haufen kann beide Arbeiter haben, also theoretisch 10 plus 15. Ah, okay, das ist gut zu wissen, ja. Guter Punkt. Na gut, hier muss auf jeden Fall irgendwie ein Sammellager hin. Aber ich denke, wir werden erstmal noch sparen für die Forschung, ne? Das mit den Schiffen finde ich cool. Mal sehen, wann die ersten Kranken... Okay. Nächster Tod. Und die Motivation geht auch noch runter. Wir sind noch gerade so an der Grenze, aber... Die wird gleich überschritten werden. Entrüsteter Ingenieur. Ein Ingenieur beschwert sich bei dir. Sir, es kann sich nur mein Missverständnis handeln, dass ich in einem Zelt voller Arbeit erleben muss. Ich habe nichts gegen Sie, aber Sie sind ziemlich laut und nun ja, Sie stinken. Wäre es möglich, dass ich in ein Ingenieurszelt verlegt werde? Scheiße. Was ist denn das jetzt für Quatsch? Das Problem ist, wenn jetzt die Motivation weiter sinkt, sind wir im unteren Bereich. Das bedeutet, wir haben dann auch noch Effizienzverluste. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Das heißt, wir müssen wahrscheinlich noch ein neues Zelt bauen. Nur für Ingenieure. Oder es sterben einfach ein paar Arbeiter. Ich meine, es sind doch schon 3 oder 4 gestorben. Das müsste doch fast hinkommen. Es sind noch 2 Leute, die sterben müssen. Dann geht das, glaube ich. Was? Das Wirtshaus ist dringender als was? Als die Forschung für Nahrung? Krass, wenn ihr meint. Wir müssen das checken, ja. Also ich würde sagen, wir versprechen ihm das. Werden sowieso demnächst ein paar Leute sterben. So. Aber das müssen wir auch irgendwie organisieren, oder? Kann man die manuell belegen? Oder ist das nur so ein Gag gewesen? Man kann das ja gar nicht definieren, wer wo wohnt, ne? Wenn ich... Leute, bitte... Leute, wenn ihr das Spiel kennt, dann gebt mir doch keine Hinweise, was jetzt passiert aufgrund dieser Entscheidung. Ist das so schwer? Okay, wir müssen kurz überlegen. Wirtshaus? Forschung.
Okay, du kennst das Spiel nicht. Alles klar, entschuldige. Wir kriegen hier noch 8 Holz. Aber wir haben in einer halben Stunde vielleicht die irgendwie eine dauerhafte Nahrungsquelle. Ist das Wirtshaus wichtiger als die Forschung? Das Wirtshaus bringt uns sehr, sehr viel, weil wir sowohl, also erstens natürlich das Versprechen oder so, aber wir haben sowohl Faustkämpfe als auch das Freudenhaus. Das würde halt starke Auswirkungen haben. Boah, ich glaube, ich entscheide mich tatsächlich fürs Wirtshaus. Und hoffe einfach, dass wir jetzt über die Typen da Nahrung bekommen. Ist schon eine leichte Verzweiflungstat, muss ich zugeben. Keine Ahnung, ob die Nahrung noch hergetragen werden muss. Ich weiß es nicht. Und die Frage ist, ob wir dann nicht, wenn wir sowieso jetzt das alles verzögern, ob wir dann nicht noch schnell eine Sammelstelle bauen. Jetzt weiß man natürlich nicht, wie das hier läuft. Wo die anderen Ressourcen gestapelt werden. Ob es sinnvoll ist, das so ein bisschen zurückzusetzen. Aber vielleicht will man ja eigentlich, dass Holz nur einzeln gemacht wird. Ich platziere es mal hier. Okay. Okay, okay, okay. Alles sehr schwierig, so. So, erforschen zahlreiche Tierspuren, bedecken die sanften Flussufer. Die sanften Ufer eines schnell fließenden Flusses bilden eine geeignete Wasserstelle. Wir könnten hier ein Lager aufschlagen und eine Zeit lang die Tiere jagen, die zum Wasser kommen. Wir können hier ein Lager aufstellen, um die Baustelle mit rohen Nahrungsmitteln zu versorgen. Ja, müssen wir. Lager aufstellen. Das Lager liefert jeden Tag 80 Rohnahrung, insgesamt 400 Rohnahrung im Laufe der nächsten 5 Tage. Es dauert jetzt noch 10 Stunden, ehe die Rohnahrung bei uns ist. Okay, das heißt aber, man hat nur eine von den... Aber wie soll man... Boah. Man muss dann erst wieder weiter... Kann dann erst wieder weiterziehen. Ist ja übel. Ugh. 10 Stunden ist gar nicht so schlecht. Naja, das heißt, erst am nächsten Tag können wir Nahrung produzieren. Wir kriegen jetzt auf jeden Fall nochmal eine zweite Nacht Hunger. So, die Baustellen sind erstmal voll besetzt. Forschung ist pausiert noch. Der nächste Holzhaufen ist erschöpft. Wir kriegen jetzt zu wenig Holz. So, das Wirtshaus ist erstmal da. Da müssen aber auch Arbeiter sein. Aber egal, das... Die Motivation steigt. Oh, das war wichtig. So, sehr gut. Sind wir erstmal wieder im Mittelbereich. Jetzt haben wir das besetzt. Aber die Straße ist noch nicht fertig. Kommt, macht mal schnell die Straße. Was war das für ein Ereignis jetzt hier gerade? Habe ich irgendwas verpasst? Es kann nicht so lange dauern, diese verdammte Straße da zu bauen. Leute, was macht ihr denn da jetzt? Fehlte da das Holz oder habe ich jetzt irgendwie eine Fehlplanung gemacht? Oh nee, ich habe eine Fehlplanung gemacht. Das kann doch nicht wahr sein.
Oder? Ich weiß es nicht. Was ist mit dieser Straße? Warum blinkt die gelb? Könnt ihr euch das erklären? Ach so. Zentraler Ring? Hä? Muss ich noch in die Mitte gehen? Ah, Gesetz war fertig. Ich verstehe es trotzdem nicht. Die Straße ist da. Die ist noch nicht verbunden. Ja, das verstehe ich aber nicht. Das ist jetzt so wichtig. Weil ich das Stück nicht verbunden hatte? Hier passiert nichts, Leute. Doch. Das hintere Stück war nicht verbunden. Oh nein. So eine Kacke aber auch. So, 6 pro Stunde. Okay. Das wird nicht mehr reichen. Na gut, wir kriegen eh nicht. 94. Immerhin eine kleine Steigerung. 6 pro Stunde, das ist interessant. Das heißt, wenn man das effizient abbauen will, wir kriegen 16, müsste man eigentlich 2 Sammelstellen plus eine ganze Truppe hier rein. Okay. Alles klar. Na gut. Da können wir jetzt erstmal nichts machen. Außer vielleicht, ja, eine zweite Sammelstelle, um das halt so optimal wie möglich auszunutzen. Ich denke, das ist schon sinnvoll als nächstes. Und wir müssen das Gesetzbuch definieren, ja. So, zweite Sammelstelle ist auf jeden Fall, glaube ich, jetzt richtige Entscheidung. Jetzt müssen wir, ich würde sagen, wir müssen jetzt die Beerdigungsfrage mal klären. Beerdigung vor Ort. Wir werden unsere Toten im steinigen Boden dieses fernen Landes bestatten. Es wäre zu teuer, sie nach England zurückzubringen. Friedhof muss gebaut werden. Kein Krankheitsrisiko durch nicht begrabene Leichen. Aber jedes Begräbnis senkt die Motivation. Und die Motivation sinkt leicht. Alternative ist Heimführung. Wir werden unsere Toten auf englischem Boden bestatten. Ihre Leichen werden in der Leichenhalle aufbewahrt, bis wir sie transportieren können. Neues Gebäude Leichenhalle. Kein Krankheitsrisiko durch nicht begrabene Leichen. Die Vorbereitung der Leichen für den Transport kostet Holz. Pro Leiche 10 Holz. Okay, also hier ist es... Nee, Quatsch. Es darf nur einen Friedhof in der Stadt geben. 10 Holz. Das ist, glaube ich, der Bau. 10 Holz. Okay. Jetzt ist die Frage. Also, hier ist es... Ist ja ganz simpel. Also, wenn wir Leichen haben, kostet das Holz. Und hier, wenn wir Leichen haben, kostet es Motivation. Was ist wichtiger? Motivation oder Holz? Beziehungsweise, was haben wir mehr? Also tendenziell würde ich sagen, also storytechnisch, immersiv würde ich sagen, wir sollten vor Ort beerdigen. Aber Holz ist im Moment, wie es scheint, aus unserem jetzigen Wissen, eine unendliche Ressource, ne, durch die Schiffe. Während Motivation keine unendliche Ressource ist. Aus den Gründen, aus rationalen Gründen, würde ich eher für die Heimführung plädieren. Genau, Exe Alien schreibt dasselbe. Holz wächst nach, Motivation nicht. Counterpoint, Menschen wachsen. Aber nicht so schnell. Was ist, wenn der Hafen zufriert? Das ist ein guter Punkt. Aber dann friert auch der Boden zu.
Dann müssen wir eh verbrennen. Das ist dann sowieso vorbei mit Beerdigen im Permafrost. Ich würde sagen, ich bleib mal jetzt bei der erstmal naiven, rationalen Analyse. Holz ist tendenziell unendlich. Im Moment, wie es scheint, Motivation nicht. Deswegen machen wir Heimführung von Leichen. Beste Lösung, keiner stirbt mehr. Aber bei dem Hungerproblem, das wir aktuell haben, weiß ich es nicht. Müssen da Leute arbeiten? Ich denke nicht. In beiden Sachen denke ich nicht. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass in der Leichen an Leute arbeiten müssen. Das wäre natürlich noch ein Argument. Aber würde, glaube ich, angezeigt werden. Heimführung. Auch wenn ich inhaltlich nicht hundertprozentig überzeugt bin. So, wir haben 2 Tage Zeit für die Leichenhalle. Und wir kommen leider nicht mehr auf die 50 Holz. Halt! Ich wollte ja Sammelstelle jetzt bauen noch. Eine zweite. Und ich glaube, das ist egal. Hier haben wir schon eine Straße. Machen wir die jetzt mal hier. Kann jetzt noch abends gebaut werden. So, in... Da kommt erstmal die Rohnahrung. Die nützt uns jetzt nachts nicht. Also jetzt bin ich gespannt. Wir kriegen jetzt nochmal massiven Hunger. Und das wird zu einem Problem werden. So, die Sammelstelle ist auch da. Da können wir schon mal Arbeiter hinschicken. Ne, die essen, glaube ich, keine Rohnahrung. Das wäre auch doof, wenn die das täten. Weil wir wandeln die Nahrung ja viel effizienter um, ne? So, die Unzufriedenheit. Ach so, die essen das doch. Scheiße. Kann man das ihnen verbieten? Das wusste ich gar nicht. Ist das so? Die Einwohner essen ohne Nahrung. Das ist ja bekackt. Das sollt ihr nicht tun. Weil dann kommen wir ja nie in den Kreislauf rein. Hör mal auf, das hört auf, Rohnahrung zu essen. Wie sollen wir denn jemals Mahlzeiten vorbereiten, wenn jetzt immer nachts die Leute kommen mit der Nahrung und die das immer auffressen? Das kannst du ihnen nicht verbieten. Wieso? Ich muss ihnen das verbieten können. Kann man das Speisehaus, kann man den Betrieb stoppen? Nee, das bringt nichts. Die essen es trotzdem. Oh Gott, das ist doch Kacke. Na gut, wir brauchen diesen Angelhafen. Oh mein Gott, das ist so ineffizient, jetzt diese Rohnahrung zu essen. Ich kann es gar nicht glauben. Naja, was soll das bringen, das Speisehaus? Die Idee, also die Idee dahinter ist, dass man sich vorstellt, dass die im Speisehaus essen. Deswegen heißt es ja vielleicht auch Speisehaus. Und wenn man es ausschaltet, können die es nicht mehr betreten. Das war so ein bisschen die Hoffnung, glaube ich. Aber es ist offensichtlich Quatsch. Leider. Ja, wir kriegen erst einen Überschuss, wenn wir den Angelhafen da haben. Wärst du hungrig, würdest du einfach in das geschlossene Speisehaus einbrechen. Ja, aber da würde sich jetzt hier der Steward davor stellen und sagen, nein! So, da ist die Rohnahrung weg. Oh nein, es ist so frustrierend. Die schöne Rohnahrung. Machen die das jetzt automatisch? Ja, ne? Genau, das kommt jetzt automatisch. Ja. Und da wir 90 Leute haben, reicht ja 80 Nahrung niemals. Oh Gott. Was für ein Teufelskreis.
12 sind am Verhungern. Scheiße. Oh nein. Oh nein. Ja, wir müssen jetzt die Stufe 2 Forschung starten, aber ehe wir das bauen können, vergehen 2 Tage. Bis dahin sind schon wieder 10 verhungert. Ich glaube, die Leichenhalle wird wichtiger, als wir dachten. Wenn mehr sterben, brauchen wir weniger Nahrung. Ja, wir müssen uns erstmal gesund schrumpfen. Ich glaube, das ist die richtige Strategie. Auf 40 gesund schrumpfen und dann haben wir auch Nahrungsüberschuss. Und dann können wir wieder neue aus London holen. Haben wir ja irgendwie mitbekommen, dass es geht. Mit der Telegrafenstation. So, jetzt müssten wir super effizient zumindest Holz gewinnen. 154 Holz am Tag. Leute, jetzt sind wir auf dem aufsteigenden Holzast. Jetzt geht's ab. So, als erstes wird die Forschung gestartet. Oh Gott, wir können in 2,5 Tagen diesen Hafen da bauen. Das reicht für sehr viele Särge. Ja. Dann sollten wir vielleicht, okay, kurz überlegen, was wir als nächstes bauen wollen. Ich würde sagen, wir sollten als nächstes eine Sunny-Station bauen. Und dann erst die Telegrafenstation. Weil wir werden jetzt, glaube ich, viele krank. Ich glaube, die werden auch erst krank oder so. Vielleicht kann eine Sanitätsstation da helfen. Ich denke, das sollten wir tun. Ach so, die Leichenhalle. Ja, natürlich. Das ist noch interessanter, die Leichenhalle. Was war das schon wieder? Was ist hier passiert? Ach so, 8 Kranke, ja. Wobei, nee. Nee. Ich glaube, die Krankenstation sollten wir vorher bauen. Ihr seht es. Das ist dringender. Vielleicht können wir dadurch Leichen verhindern. Ah, hier. Nicht begrabene Leiche. Einige unserer Leute sind mit einer verwesenden Leiche in Berührung gekommen und krank geworden. Wenn wir unsere Toten nicht ordentlich entsorgen, wird das nicht das letzte Mal sein. Okay, vielleicht doch die Leichen alle. Aber wir kriegen jetzt so schnell Holz, das wird schon alles schnell gehen. Wo ist denn die Leichenhalle? Hier, 10 Holz. Ah! Ich hätte sie vorher bauen sollen. So, die können wir theoretisch irgendwo weit weg bauen, oder? Aber da müssen wir einen weiten Weg hinbauen. Auch nicht gut. Da ist eigentlich Wohnung. Ist auch doof. Ich würde sagen, wir machen das trotzdem. Wir haben jetzt Holz, kriegen wir jetzt irgendwie. Lass uns das hier bauen. Der letzte Gang ist immer weit. Genau. So sieht's aus. So, das heißt, wir müssen jetzt irgendwie hier eine Straße runterziehen. Ja, fangt da schon mal an. Ja, man sollte, glaube ich, immer hier anfangen. Das war vielleicht auch vorhin ein Problem. Und hier noch die Straße hochziehen. So, das nächste ist die Krankenstation. Kriegen wir auch noch hin. Was ist das denn? Firmenbestattung? Jene, die ihr Leben im Dienst des Imperiums gegeben haben, verdienen höchste Ehrerbietung. Wir werden ihre Leichen in Stahlsärgen nach England schicken. Das Zurückschicken der Leichen nach London steigert die Motivation noch weiter.
Die Vorbereitung im Leichen für den Transport kostet Stahl statt Holz. Nicht schlecht. Tja, Haferschleim nützt uns im Moment ja nichts, weil die Rohnahrung essen. Brauchen wir auch nicht beschließen. Da bin ich, glaube ich, fürs Badehaus. Holz ist jetzt kein Problem. Stahl haben wir auch genug. Ich denke, wir machen das Badehaus. Ja, Kapelle, aber Badehaus bringt gegen Krankheit und das ist schon jetzt gerade Thema irgendwo. Wir haben noch keine Kohle, wir brauchen aber auch noch keine Kohle. So, Leichenhalle wird gebaut. Als nächstes wird die Krankenstation gebaut. Die bauen wir jetzt mal auf dem Weg zur Leichenhalle. Würde ich sagen. Und dann werden wahrscheinlich schon die Arbeitskräfte langsam knapp. Was auch ein Problem ist. Warum bauten ihr das jetzt zuerst? Ah, okay, von mir aus macht das. Weil ihr gerade auf der Ecke seid. So, das ist das Problem. Da brauchen wir jetzt Ingenieure. Und damit haben wir jetzt nur 6 Leute, die noch bauen. Aber ich glaube, es ist trotzdem nicht ganz unwichtig. Was passiert, wenn man das Wirtshaus nicht voll besetzt? Dann sind wahrscheinlich die Effekte... Ach so. Ja, Leute, jetzt mal eine blöde Frage. Ich mache das eigentlich, habe ich das sonst nie gemacht. Kann man das micromanagen? Nach dem Motto, tagsüber keine Arbeiter und nachts die Arbeiter ins Wirtshaus schicken? Oder ist das cheesy? Oder geht das auch gar nicht? Die machen dann Freizeit? Verstehe ich nicht. Es geht mir darum, jetzt Arbeiter frei zu bekommen. Für den Bau. Ich mache erstmal hier 4 weniger. Ich habe keine Ahnung, ob das dann die Effizienzen reduziert von dem Ding. Ah, da passen nur 5. Wenn du wechselst, ruhen die sich erst aus. Ach so, okay, das funktioniert also nicht. Verstehe. So, wir haben die Leichenhalle. Motivation steigt. Sehr schön. Und die Unzufriedenheit sinkt massiv. Okay, Leute. Jetzt müssen wir nur noch das ganze Nahrungsproblem in den Griff bekommen. Und dann sind wir wieder einigermaßen drin. Naja, ist jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben. Okay, ich würde sagen, wir bauen als nächstes das Badehaus. Ach so, deswegen die Frage, ob ich Kohle habe. Ja. Richtig. Ah, ich verstehe. Na gut, dann müssen wir wohl mal Kohle sammeln. Da brauchen wir eigentlich nicht viel, ne? Wie viel... Wir brauchen... Okay, da brauchen wir Arbeiter. Wo arbeiten denn jetzt noch Ingenieure? Ach so, wir haben 5 freie Ingenieure. Können die nicht auch hier arbeiten? Ja. Die Anzahl der Arbeiter spielt keine Rolle im Wirtshaus. Einer bringt die volle Leistung. Ja, wir brauchen... Stimmt, wir brauchen die Telegrafstation, ja. Das ist ein wichtiger Punkt. Wir brauchen Leute. Wichtiger als das Badehaus vermutlich. Ja. 20 Holz, 25 Stahl. Ist ja kein Problem. Können wir nebenbei bauen. Wir haben es ja jetzt... Bauen wir hier hinten hin, vor die Leichenhalle, um die so ein bisschen zu verdecken. Ihr sagt echt, einer reicht im Wirtshaus? Das ist ja
Es kommt mir irgendwie ein bisschen cheesy vor, aber okay. Seid ihr sicher? Ohne Nahrung brauche ich keine neuen Leute. Ja, das ist auch ein Argument. Ja, mal sehen. Vielleicht kriegen wir doch noch mehr. Aber ich würde gerne hier zumindest mal so 5 Leute hinschicken. Was erwirtschaften die? Gar nichts. Doch, 34. Das müsste reichen, um wiederum das Badehaus zu betreiben. Ist die Frage, ob wir es direkt schon bauen? Shift's over. Stow your tools. So, Neuigkeiten aus London. Die Verbindung ist hergestellt. Du hast bei der Richtung des Baulagers gute Arbeit geleistet. Jetzt haben wir einen Kommunikationsweg, mit dem wir Ressourcen anfordern können. Wir werden versuchen, dein Lager so gut wie möglich zu versorgen, aber ihr seid nicht das einzige Projekt, das auf unsere Hilfe angewiesen ist. Es gibt noch 2 andere Baustellen in eurem Gebiet. Im schlimmsten Fall sichern diese 3 Generatoren den Unterschlupf für viele Menschen, Einwohner aus Liverpool. Ich dachte Birmingham. Ihr Schicksal liegt in deinen Händen. Enttäusche sie nicht. Okay, du kannst jetzt mit Hilfe der Telegrafenstation Ressourcen bestellen. Was bedeutet das? Aha. Arbeiter, Ingenieure, Dampfkerne. Kosten? Was bedeutet das? Kosten? Achso, Kosten nur logistisches Limit. Verstehe. Einer reicht aber nur so lange, bis er krank wird. Dann geht der Effekt wieder verloren. Ist dadurch mit vielen Mikro verbunden. Ja, okay, dann können wir sicherheitshalber 2 einstellen. Okay. Araxiel schreibt das gerade, was in der Wiki steht. Das ist interessant. Sie geben Bonus für Hoffnung und Unzufriedenheit, basierend auf der Effizienz des Gebäudes. Das Ding braucht 5 Leute für 100% Effizienz. Während der Arbeitszeit. Okay. Interessant, dass Leute hier unterschiedliches sagen. Aber dann machen wir das so. Gut, die Frage ist, was wir jetzt... Wir haben Kapazität. Wir haben 63 Holz. Ah, hier, derzeitige Effizienz. Also für volle Funktionsfähigkeit. Okay. Okay, okay, okay. 2 sind jetzt gerade unterwegs, die Toten zu beerdigen. Ja, ja, also insofern einer reicht genau zum Basisbetrieb, aber um die ganzen schönen Effekte zu bekommen, Freudenhaus und Schlägerei und sowas alles, da braucht man dann idealerweise die volle Effizienz. Wobei wir natürlich jetzt gerade gut dabei sind, was Motivation betrifft. Na gut. Okay, die Frage ist jetzt trotzdem, was machen wir jetzt? Bauen wir ein Badehaus. 15 Kranke, das ist schon nicht schlecht. Ne? Oder bauen wir eine 2. Krankenstation? Könnte man auch machen. Aber die können wir eigentlich gar nicht mehr richtig betreiben. Die Frage ist, braucht das Badehaus Mitarbeiter? Das steht hier immer leider nicht. Ne? 3 Kohle die Stunde. Den Gesamt 24 Stunden lang? Das ist ja enorm. Nee, man kann keinen zweiten Bildsammler bauen.
Ich könnte auf Vorrat Dampfkerne importieren. Ach so, Effizienz-Sanitätszelt. Was ist da los? Ruht sich aus, beerdigt die Toten. Okay, im Moment ist da nicht viel los. Ja gut, wir müssen eh das Badehaus bauen, dann können wir es jetzt auch bauen. Allein der Bau erfüllt ja schon mal die Bedingung, würde ich sagen. Platzieren wir es mal hier neben. Ach so, stopp. Das hat ja einen Umkreiseffekt auf die Häuser, ne? Ja, kein Problem. Reißen wir wieder ab. Alles gut. Ressourcen kriegen wir ja wieder. Ja, und da könnte man dann auch noch ein bisschen effizienter mit den Häusern, das, wenn man es nochmal macht, agieren. Aber okay. Ist schon nicht schlecht. Kommen ja bald auch weitere hinzu. Ah, wartet. Ja, die Einwohner essen wieder Rohnahrung. Leider. Immerhin, der Hunger geht weg. Vielleicht bleibt jetzt ein bisschen was übrig. Badehaus errichtet. Motivation steigt. Sehr gut. So, die Frage war, ist es jetzt sinnvoll? Das war ein guter Punkt. Erstmal Dampfkerne zu bestellen auf Vorrat. Solange wir noch keine eigene Nahrungsproduktion haben. Das, glaube ich, ist eine gute Idee. Ein Tag. Ja, machen wir das. Machen wir erstmal Dampfkerne. So, damit haben wir die Quest komplett erfüllt. Generatorschacht. Jetzt, da du über die grundlegende Infrastruktur verfügst, wird es Zeit, mit dem Bau des Generators zu beginnen. Baue eine Profilmanufaktur und stelle 8 Bauprofile her. Daraufhin kannst du den Schacht errichten. Okay. Ja, bloß die können wir jetzt nicht mehr ernsthaft betreiben. Das heißt, wir müssen als nächstes erstmal diesen Hafen da bauen. Das wird aber noch ein bisschen dauern. Wir können aber jetzt schon ein bisschen Nahrung herstellen im Übrigen. Oh, krass. Generatorkonstruktionskram. Errichte die Schachtkonstruktion. Status etwa 3 Tage vor Fertigkeit. Baue das Fundament, Herz des Generators, setze den Generator zusammen. Ja. Hier könnte man sich übrigens auch überlegen, wir haben ja noch, ob es hier nicht effizienter ist, direkt gleich Sammelhütten zu bauen. Ich glaube, das machen wir auch jetzt nochmal, in der Nacht vielleicht. Und ja, das ist mit Sicherheit eine gute Idee. Da werden wir mit wenigen Leuten sehr viel sammeln können, viel mehr. Nein! Scheiße. Es haut jetzt mit dem Holz nicht mehr hin. Na gut, das wird dann morgen gleich gebaut werden. Ich weiß, das Speisehaus braucht noch Personal. Das stellen wir morgen alles ein. Wir werden ein bisschen was von den Holzleuten hier wegnehmen.
Ja, die können gleich, glaube ich, auch erstmal raus. Ist jetzt nicht so entscheidend. Ah, wieder neue Kranke oder was war das jetzt? Na ja, gut. So. Okay, warte mal. Wir werden hier mal die Arbeiter reinschicken. Ach, Gesetz wieder. Okay. Gesetz. Überfüllung, Behandlung, Kapelle. Kapelle ist auch ganz nett. 30 Holz, 10 Stahl, das sollten wir hinbekommen. New company rules are in place. 4 Tage haben wir dafür Zeit, das ist doch gut. So. Die Leute werden das sicher zu schätzen wissen. Gut, ich habe das gemeinsame Beten vermisst. Na, hervorragend. Auf geht's. Wir brauchen Holz für das hier. Und dann wollten wir da ein paar Leute hinschicken. Tendenziell würde ich das Wirtshaus auch besser besetzen. Ich nehme hier erstmal die Leute raus. Das ist jetzt gar nicht mehr so entscheidend. Aus dem direkten Sammeln. Gebe schon mal hier... Mal gucken, wir nehmen mal 5 Leute rein. Mal gucken, wie viel Kohle wir da bekommen. Und hoffe ich, dass sie diese Straße da schnell mal bauen. Ja, okay, das ist ineffizient. Hätte ich jetzt hier doch... So, baut mal diese verdammte Straße da zu Ende. Das hält so auf. Okay, alles klar. So, wir checken mal. Kohle. Wir produzieren jetzt mit 5 Leuten 70 Kohle. Das ist ganz schön viel. Ist erstmal jetzt noch nicht nötig. Ich meine, das ist gut. Aber ich würde sagen... Schicken wir sie lieber wieder hier hin. Den Rest dort. Dann produzieren wir jetzt 42 Kohle. Das Badehaus. Wie läuft das jetzt? Ausgeschaltet. Achso, wir müssen erst Kohle produzieren. Okay, wir haben die Reisbretter. Und dann brauchen wir jetzt nicht groß nachdenken. Dann ist jetzt der Angelhafen entscheidend. 12 Stunden. Gut. Wir haben jetzt ein bisschen Kohle. Ja. Reicht das jetzt schon zum Anschalten? So, wie lange ist denn das? Läuft das den gesamten Tag? Kohle. 42. Wir haben einen Verbrauch von 72. Oh, krass. Ja, dann ist das doch nicht so funktionabel, wie ich dachte. Dann schicken wir da mehr rein. Jetzt produzieren wir 140. Ich meine, wir können auch ein bisschen... Wir brauchen Kohle sicher später irgendwann. Ja. Reduzieren wir ein bisschen die Holzproduktion, würde ich sagen. Wirtshaus besetzen wir voll. Okay. So, das heißt Kapelle und Profilmanufaktur ist jetzt eigentlich das nächste Ding. Und, ja. Wann kommen die? 9 Stunden. Okay, alles klar. Nahrung ist ein bisschen produziert. Theoretisch brauchen wir jetzt die Leute im Speisehaus nicht mehr. Die können doch hier wieder sammeln. Ja, ich will den Nahrungshafen natürlich bauen. Aber der wird erst am nächsten Tag fertig. Ach nee, Quatsch!
Der ist ja jetzt schon erforscht worden. Oder? Der Angelhafen. Nee, 19%. Der ist jetzt am nächsten Tag fertig, ne? Ja, wir werden als nächstes Leute holen. Definitiv. Das dauert ja einen Tag. Bis die da sind, haben wir dann, glaube ich, die Nahrung. Das passt schon. Die Frage ist, nein, man kann keine Wildfänger mehr einstellen. Man kann nur, oder? Probieren wir kurz mal, checken wir kurz mal. Keine weitere Expedition, Obergrenze erreicht. Müssen wir wahrscheinlich durch Forschung freischalten. Wir haben übrigens hier noch einen Stahlhaufen. Der könnte auch noch irgendwie abgesammelt werden. Dann ist der weg. Schicken wir die mal schnell dahin. So. Wir werden das jetzt immer so machen, da wir unsere Leute voll beschäftigt sind und es jetzt im Moment keinen, ich sag mal, Notstand gibt, werden wir den Bau immer nachts erst starten, wenn die dann auch bauen können. Das heißt, wir brauchen uns jetzt im Moment noch keine Gedanken machen, sondern wir sammeln jetzt erstmal Ressourcen ganz normal. Also jetzt entscheiden wir, was gebaut wird. Kapelle, Profilmanufaktur. Können wir gegebenenfalls beides bauen? Das ist die Frage. Kapelle 30 Holz. Profilmanufaktur. Schachtkonstruktion. Wo war das denn? Ach, die muss ich erst erforschen. Wahrscheinlich. Eieieiei, okay. Generatoren, Profilmanufaktur. Ah. Hm. Ja, gut, aber der Angelhafen, der hatte nun mal Priorität. Das können wir also noch nicht starten. Dann ist klar, dann ist es eine simple Entscheidung. Dann werden wir als nächstes erstmal die Kapelle bauen. So. Ah, jetzt sind die linken schönen zwei Zelte nicht ganz drin. Wir werden nachher die Häuser da so ein bisschen... Ah, ist auch doof, da ist dann der Wald. Ich konnte doch auch irgendwie drehen, ne? Es gab irgendwie eine Drehmöglichkeit. So ist auch ganz nett. Wir werden dann rechts und links bauen. Nee, R war das nicht. Das war die mittlere Maustaste. Das hatte zuletzt einige absolute Frostpunk-Profis erstaunt. Hat mich gefreut, dass ich da was zeigen konnte. So, mehr Krankenbetten benötigt. Hm, ja, ich gebe zu. 3 Tage, wir brauchen eine neue Sanitätsstation. Das ist klar, das werden wir versprechen. Und wir brauchen einen Weg. Dementsprechend werden wir auch Ingenieure benötigen, wobei das könnte man mal prüfen. Eigentlich nicht, ne? Da im Wirtshaus müssen keine arbeiten. In der Forschung 5. Ah, wir könnten dann auch noch mehr Werkstätten bauen, um die Forschung... Und, wie war das? Gab es Effizienzgewinne, wenn man die nebeneinander baut, die Werkstätten? Irgendwie habe ich sowas in Erinnerung. Aber ich glaube, es war Quatsch, ne? Die sind nur... Das ist nur grafisch, ja. So, die Kapelle ist gebaut. Motivation steigt weiter. Hervorragend. Theoretisch können wir die Sanitätsstation auch direkt bauen. Gibt jetzt keinen Grund, das noch rauszuzögern. Ja. Wir haben die Kranken, insofern ist es auch eine gute Sache. Wir hatten auch noch die Ingenieure dafür. Sollten wir machen. Nein! Nicht eine zweite. Bitte. Ich weiß nicht, da gab es auch schon mal Streit, ob das hier eigentlich einen Effekt hat. Kurze Wege.
Da gab es sehr unterschiedliche Meinungen, aber ich baue jetzt einfach mal nach hinten. So, machen wir hier einen neuen Weg ran. Jemand wurde während eines Kampfes verletzt. Naja, gut. Passiert das jetzt zum ersten Mal, der Faustkampf? Interessant. So, der Transport ist angekommen. Okay, damit haben wir 5 Dampfkerne. Und jetzt wäre eigentlich der Moment, neue Leute zu holen, oder? Die sind in einem Tag da. Den Hafen werden wir wahrscheinlich am Nachmittag gebaut haben. Ja, ich denke, wir sollten jetzt nicht weiter zögern, oder? Das war das zweite Mal mit der Kampfverletzung. Okay. Ach so, ich muss Leichen aktiv vorbereiten. Au. Okay. Eine Leiche, 5 Holz. Ah. Warte auf Rückführung. Okay, was ist hier das Effizienteste? 20 Holz. Das ist gar nicht ohne. Ja, ab jetzt sterben ja keine mehr. So war das doch, ne? So hatten wir es verabredet. Ja, bereiten wir die vor oder gab es noch was Wichtiges? Ne, wir bereiten die vor. Küche braucht auch wieder Personal, ja. Das machen wir morgens um 6. Nächstes Gesetz. Abendgottesdienst. Wenn die Einwohner in der Kapelle zusammenkommen würden, um sich Predigten anzuhören, würde das ihre Stimmung auffällen. Abendgottesdienst. Ja, machen wir auf jeden Fall, weil wir werden ja, wir haben ja die Kapelle. Ist einfach nur ein Gewinn. Okay. So, Sani-Station ist gebaut. Arbeitszuteilung machen wir morgen. Wobei, hat das nachts vielleicht... ist sie rund um die Uhr vielleicht besetzt? Dann sollten wir das jetzt machen. Ich bin mir nicht sicher. Ah, sehr schön. Versprechen gehalten. Die Motivation steigt. Sie steigt, ich möchte fast sagen, ins Unermessliche. Na gut, ich kann das jetzt schon mal machen. Ich weiß ja, was ich jetzt hier vorhabe. Wir werden hier 5 abziehen, dort 5 hinbringen. Unzufriedenheit ist auf 0, das ist auch schon gut. Okay. Das Limit ist gesunken. Ach verdammt, ich wollte ja Leute holen. Ganz vergessen. Das Limit steigt mit der Zeit. Es reflektiert die aktuellen logistischen Mittel, die dieser Generatorbaustelle zugewiesen sind. Okay, hätte ich das gewusst, hätte ich wahrscheinlich nicht das hier gemacht. So, jetzt müssen wir kurz überlegen. Ich würde, glaube ich, gerne eine weitere Werkstatt haben. Dafür brauchen wir 5 Ingenieure. Und der Rest wird dann mit Arbeitern gefüllt. 5 Arbeiter. Das ist ja sehr überschaubar. Ja. Oder sind Ingenieure noch zu früh? Ist die zweite Werkstatt noch zu früh? Sollten wir vielleicht... wir hängen eigentlich forschungstechnisch ein bisschen zurück. Weil tendenziell können wir gerade mehr bauen, als wir erforscht haben. Wir hängen da ein bisschen. Was meint ihr? Lieber Arbeiter holen? Wir haben auch Arbeitskräftemangel. Aber Forschung ist, glaube ich, ein Schlüsselelement, ne?
Na gut, machen wir das mal. Bestellen wir das mal so. Naja, beides, Forschung und Angeln. Ja klar, aber kriegen entweder 5 Forscher oder 10 Arbeiter. Zelt bauen, ja, das ist definitiv auch nochmal ein guter Hinweis. Das können wir direkt machen. Ah, ist egal. Was mal hier. Ja. Aber die werden jetzt wahrscheinlich nicht mit dem Bauen anfangen, ne? Na gut, die haben das hoffentlich. Wann kommen die? In 22 Stunden. Ach so, ja. Wird dann in der nächsten Nacht zu Ende gebaut. Ist jetzt nicht so vordringlich. So. Wir haben allerdings jetzt die 80 Rohnahrung komplett bekommen. Das ist ganz gut. Das heißt, warte mal, die essen erst Rohnahrung, glaube ich. Wenn sie quasi in der zweiten Nacht Hunger haben. Speisehaus, was machen die gerade? Ja, das kommt, weil es gerade erst losgegangen ist, oder? Nee, ich glaube, die bauen hier noch zu Ende oder so. Jetzt arbeiten die, alles gut. Läuft. So, wir warten jetzt auf den Angelhafen. Das ist jetzt das große Ding. Ah, schon wieder einer gestorben. Naja. Okay. War das etwa ein Ingenieur? Oh nein, ein Ingenieur ist gestorben. Das ist scheiße. Das ist nicht erlaubt. So, wir haben den Angelhafen. Da würde ich sagen, den sollten wir so schnell wie es geht dann auch bauen. Nahrungsmittel, Angelhafen. Uns fehlt Stahl. Oh nein, 2 Stahl fehlen. Ja gut, dann erstmal hier Stahl organisiert. Wir haben jetzt auch ein Stahlproblem, ne? Wie kann man das hier nutzen? Wird langsam Zeit, dass wir uns Stahl holen von der Heimat. Na gut. Gucken wir mal, was wir forschungstechnisch machen. Jetzt wissen wir schon. Wir sollten jetzt die Profilmanufaktur machen, um da in die Puschen zu kommen. Kostet uns erstmal nur 10 Holz. Würde ich sagen, starten wir. So, jetzt brauchen wir Stahl. Alles auf Stahl jetzt. 0,9 die Stunde. Das ist mir zu wenig. Ich ziehe dann mal hier 4 Leute ab. Was habt ihr jetzt für ein Problem? Briefe aus der Heimat. Beunruhigter Vater. Sir, Versorgungsschiffe liefern hin und wieder Säcke mit Post für die Mannschaft. Aus Sicherheitsgründen wird sämtliche eintreffende und ausgehende Post geöffnet und gelesen. Manchmal sind Anweisungen bezüglich der Zensur erforderlich. In diesem Fall hat ein Arbeiter einen Brief von seiner Frau erhalten, in dem geschrieben steht, dass eine seiner Töchter schwer krank geworden ist. Schlechte Neuigkeiten wie diese können die Moral der Mannschaft beeinflussen. Sollen wir den Abschnitt, der sich mit seiner kranken Tochter befasst, zensieren? Nein, machen wir nicht. Wir wollen auch hier wieder einigermaßen humanistisch spielen. So, wir haben 10. Okay, tatsächlich. Ah, da haben wir noch einen Slot. Okay, und da auch noch. Okay, dann ist natürlich der nächste Hafen auch nochmal interessant. So, hier ziehen wir so viel es geht ab.
damit hier gebaut werden kann. So schnell es geht, wiederum. Und dann haben wir ein Stahlproblem irgendwie, ne? Da muss man hier... Wir bräuchten eigentlich noch einen weiteren Hafen und müssen da Stahl sammeln. Oder wir müssen hier mal umstellen oder so. Ich meine, hier liegen schon 200. Da könnte man eine Zeit lang Stahl organisieren. Das wäre auch eine Möglichkeit. Vielleicht ist das sogar jetzt der richtige Moment dafür. Am Wrack eine Sammelstelle? Ich glaube, so geht das nicht. Da muss man, glaube ich, eine Forschung haben, oder? Kann mir nicht vorstellen, dass das geht. Wir brauchen Stahl für eine Sammelstelle. Hier sind noch 4. Ja, dann müssen wir jetzt hier mal Stahl ordern. Oh, der Wechsel auf einen anderen Rohstoff stoppt das Entladen für einige Zeit. King Louis, das sind Spoiler, die nicht erwünscht sind. Achso, das war nicht Stahl, das ist Kohle. Ja, ja, ja. Gut, wir haben noch 200 da liegen. Ich denke, das wird uns eine Zeit jetzt noch tragen. Müssen wir jetzt wechseln. Nächster Toter. Und es ist wieder ein Ingenieur. Ach du Schreck. Das ist ja wirklich Mist. Oh, ich sehe gerade, der Wechsel auf neuen Rohstoff, den kann man nachts machen. Ah, gut, das hätte ich natürlich wissen müssen. Das wäre dann natürlich noch effizienter, weil offenbar läuft das nachts weiter. Ich bin mir nicht sicher, ob das beim Fischereihafen auch so läuft mit Sammelstellen. Ja, die Straße haben wir aber schon geplant, meines Wissens. Irgendwie hat er die Planung aber nicht angenommen. Doch, hier. Hä? Wieso ist die ohne Straße? Komisch. So, angeln. Also ich denke nicht, dass wir dafür eine Sammelstelle brauchen. Wir kriegen einfach die Nahrung platt hier rein. Werden wir sehen. So, aber jetzt haben wir langsam ein Arbeitskräfteproblem. Wir haben ja eigentlich zu viel Kohle. Da können wir ein bisschen optimieren. Aber wir sind eigentlich noch nicht dabei, weil wir sind im Moment in der Freizeitphase und nicht in der Arbeitsphase. Nächster Toter. Eieieiei. Ja, es sind die ganzen unbehandelten Kranken jetzt, ne? Aber die sind noch nicht in der Leichenhalle. Okay, das ist arbeitskräftemäßig ist das natürlich richtig doof. Ne, das waren jetzt alles keine Ingenieurstoten, zum Glück. Jetzt haben wir keine Kranken mehr, ja. Dann brauchen wir auch. Also wir haben schon noch 4 Kranke, aber die Ingenieure brauchen wir im Moment tatsächlich nicht. Aber das stellen wir erstmal morgens ein. Die Sanitäter reichen für 5 Leute hier. Ja, es ist 23.30 Uhr. Es ist super spannend, Leute. Ich meine, Unzufriedenheit ist jetzt komplett runter. Motivation ist eigentlich
auch noch einigermaßen im grünen Bereich. Ich würde sagen, die ganz schlimme Krisenphase haben wir schon einigermaßen überstanden. Jetzt war schon ein Fehler, würde ich sagen, ein vielleicht ein bisschen gravierender Fehler, dass ich mich darauf eingelassen habe, und das ist jetzt kein Vorwurf an den Chat, auf die Idee, Dampfkerne zu holen, weil in dieser Phase sind Arbeitskräfte jetzt eigentlich entscheidend. Ja, wir machen eine kleine Verlängerung wegen Streamausfall, ja. In dieser Phase sind Dampfkerne sind die Arbeitskräfte entscheidend. Bisher brauchen wir ja gar keine Dampfkerne. Das hätte ich nicht gemacht, hätte ich gewusst, wie die Mechanik ist. Aber gut, es ist, wie es ist. Oh Gott, das ganze Holz ist schon weggesammelt? Warte mal. Okay, aber das ist jetzt eine beschissene Mechanik. Heißt das, nach der Umstellung verschwindet das Holz, was da gelegen hat? Das kann doch nicht wahr sein. Oh, das ist mies. Dann hätte ich das ja niemals gemacht. Das ist ja eine... Nee, das stand da, glaube ich, nicht. Da stand nur, dass es irgendwie eine Zeit braucht. Boah, das ist ja eine miese Nummer. Also das finde ich echt, also boah, das ist eine beschissene Spielmechanik, wenn ich das mal sagen darf. Es ist einfach grafisch wahrscheinlich so, dass es quasi immer nur einen Haufen geben darf. Kwong sagt, das verschwindet nicht. Ja doch, es ist aber weg. Und die haben nichts mehr, keine Sammelbahn. Also ich weiß genau, dass hier 200 Holz lagen. Das ist auf jeden Fall super unlogisch und nicht immersiv. Was machen wir denn jetzt? Ein Reload? Ist das... Warte mal kurz. Gibt es auch immer ein Autosave irgendwie um 0 Uhr? Ist das vielleicht nach 0 Uhr umgesprungen? Dass ich das noch stoppen kann? Die Frage ist, ob wollen wir das überhaupt stoppen? Weil wir brauchen natürlich auch Stahl. Dringend. Was hätte ich gemacht, wenn ich es gewusst hätte? Gar nichts, weil ich kann es ja nicht absammeln, ohne den Betrieb dort weiter zu laufen zu lassen. Ja, Arbeiter reduzieren hätte ja nichts gebracht, weil dann würde der Haufen ja weiter dort liegen. Ja, Sägewerk. Sägewerk ist wahrscheinlich das Wichtigere jetzt. Jetzt haben wir schon die Profilmanufaktur. Aber Sägewerk bräuchten wir dann auch dringend eigentlich. Ja. Sägewerk kostet uns 10. Das ist eigentlich nicht viel. Macht 80 Holz. Das ist schon in Ordnung. Ja. Dann müssen wir jetzt erstmal eine Zeit lang mit 46 Holz klarkommen. So, wir kriegen auf jeden Fall ein paar Arbeiter. Das hilft uns hier. Wir wollten aber auch noch eine Werkstatt bauen, ne? Die Frage, ob wir die jetzt trotzdem bauen. Ja. Ja, Märchenfrosch, man kann die Arbeiter reduzieren, dass nichts mehr ausgeladen wird. Aber es nützt einem ja nichts. Ich habe es ja gemacht, weil ich auch Stahl wollte. Ich dachte, der Haufen bleibt liegen und es kommt ein neuer Stahlhaufen dazu, sodass wir beides hälftig nehmen. Also was nützt es mir, die Arbeiter zu reduzieren? Dann wird halt der Holzhaufen weniger langsam geringer,
aber ich habe noch keinen Stahl und irgendwann, ja, also, ne? Ich kann es halt nur so oder so zwitschen. Ja, was soll ich an die Leichen denken? Die liegen doch hier in der Leichenhalle, einer. Die können doch, dafür haben wir doch die Leichenhalle, dass die da erstmal liegen. Die ist doch noch nicht gefüllt. Da muss man jetzt nicht für jede Leiche einzeln einen Abtransport organisieren. Was ich mich halt frage, also, wir brauchen 10 Holz für die Forschung. So. Dann müssen wir das auch noch bauen. Kostet nochmal 10 Holz. Da haben wir noch 26 Holz. Wie teuer ist die Werkstatt? 15 Holz. Und 5 Stahl, die wir im Moment nicht haben. Aber ich denke, das machen wir. Und dann können wir erst danach... die Profilmanufaktur bauen. Weil die kostet 30 Holz. Märchenfrosch, so kann ich das Holz noch wegsammeln. Ja, aber... stopp mal. Dann hätte ich einfach den Switch nicht machen sollen. Also ich verstehe, da ist eine Unlogik drin jetzt. Entweder mache ich den Switch, dann läuft einfach 10 Stunden ab und dann ist das Holz weg. Oder ich mache den Switch nicht, dann kann ich das Holz aber auch weiter in der normalen Tempo sammeln. Wenn ich den Switch mache und quasi das Sammeln sogar verlangsame, dann ist es ja noch schlechter, weil dann noch weniger von dem vorhandenen Holz weggenommen wird. Der Fehler war, ich hätte den Switch am Tag machen sollen, sodass noch maximal Holz mitgenommen werden konnte. Ich habe es aber halb zur Nacht gemacht, sodass kein Holz mehr gesammelt wurde, aber trotzdem dann irgendwann das Ding weg war. Das war das Problem. Switch erst nach dem Sammeln machen. Das, ja, nee. Genau, nach dem Tag. Aber man kann es nicht nach dem Sammeln machen, weil ja, es kommt mehr Holz an, als wir gesammelt haben. Das heißt, es wird immer ein Überschuss da gelegen haben. Zweiter Hafen kostet 40 Holz, 20 Stahl. Das Problem am zweiten Hafen ist, dass dort 10 Arbeiter arbeiten müssen plus eine Sammelstelle mit nochmal 10 Arbeitern, während in einem Sägewerk einfach nur 10 oder 15 Arbeiter arbeiten. Das ist arbeitstechnisch effizienter. Nee, einer für Holz und einer für Stahl. Ist es nicht? Warum ist es nicht? Na, warte mal kurz. Ja, es kommt natürlich darauf an, wie viel das Sägewerk erwirtschaftet. Da stand, glaube ich, 80 Holz am Tag. Die müssen im Hafen ja nicht alle voll besetzt sein. Das ist richtig, ja. Das hätte man auch noch optimieren können im Übrigen. Ja gut, ist jetzt eine schwierige Rechnung. Weiß ich jetzt nicht. Wir machen mal weiter. Und war aber die Überlegung, ob ich jetzt schon die Werkstatt baue. Und nach meinen Berechnungen baue ich die jetzt. Ah ne, baue ich, wenn ich Stahl habe. So, wir haben jetzt gleich unsere neuen Arbeiter. Und das bedeutet, dass wir jetzt die neue Verteilung machen können. Wir brauchen auf jeden Fall... Warte mal, das ist jetzt spannend. Wie viel Nahrung kriegen wir eigentlich durch die jetzt? Wird uns das schon angezeigt? Angelhafen. 45. 45 wandeln wir um in... Wie war das nochmal? Wie war das Verhältnis? Oh, wir haben jetzt massives Arbeits...
Platzproblem. Hier, die können raus. Wie wandeln wir das nochmal um? Welches Verhältnis war das? 75 werden zu 250. Aha, eine Einheit Rohnahrung ergibt zwei Standard-Essensrationen. Okay, wir haben 90 Leute. Sag mal, wir wollen 100 Essensrationen haben. Das heißt, wir brauchen im Prinzip 50 Rohnahrung in etwa. Oder im Moment 45. Das heißt, theoretisch reicht es jetzt, wenn wir hier nur das machen. Theoretisch, nur theoretisch gesprochen, könnten wir die Truppe auch weiterschicken. Woran sieht man, wie viel Nahrung da noch ist? Kleiner Wasserfall. Nistplatz. Wäre eine Überlegung, ne? Wir haben jetzt auch ein bisschen Überschuss. Rohnahrung 80 im Moment. Wir können theoretisch das auch wieder eröffnen. Ich würde sagen, dadurch, dass wir jetzt den Angelhafen haben. Oder man sagt, man nimmt die Leute vom Angelhafen, setzt man erst ein, wenn wir mit den Wildbeuten das Revier dort abgejagt haben. Und solange setzen wir die Arbeiter für was anderes ein. Das ist vielleicht sogar noch der effizientere Weg, dass wir das jetzt gar nicht nutzen, sondern als Backup. Ist, glaube ich, keine schlechte Idee. Das Revier ist unendlich. Also es wurde... Leute, ihr wart doch dabei. Da stand, dass es irgendwie für fünf Tage Nahrung liefert. Oder 400 insgesamt. Ja, stand ausdrücklich da. Ja, wir haben genug zu tun. So ist das nicht. Also es ist endlich. So, passt auf. Wie setzen wir jetzt die Leute ein? Wir müssen natürlich jetzt hier... Kriegen wir jetzt Stahl. Das heißt, wir müssen natürlich jetzt hier auch sammeln. Hier sind wir schon auf Max. Hier können wir auf Max gehen. Außer Betrieb, ja, weil noch nichts gearbeitet wird. Hier könnten wir auch noch auf Max gehen. So, dann hätten wir für alle Arbeit, außer für zwei Ingenieure. Aber dafür wollen wir dann die Werkstatt haben, ne? Beziehungsweise hier sind Ingenieure noch im Speisehaus. Das ist dann eigentlich auch nicht nötig. Gut, wir hätten für alle Arbeit. Geht schon. Rohnahrung als Puffer. Wir haben schon deutlich mehr Rohnahrung, als wir verbrauchen. Wir stellen ja jetzt 160 Essensrationen her und verbrauchen nur 90. Das heißt, der Puffer baut sich schon jetzt auf. Ich würde sagen, das ist der Plan. Solange wir da die draußen haben, wir werden das Revier da abjagen und dann ist gut. Ach so, stopp. Wir müssen wieder hier starten, ne? So, jetzt ist die Frage, ob man es jetzt mal, wie knapp man es jetzt kalkuliert. Wir brauchen eigentlich für zwei Werkstätten plus, wenn es schlecht läuft, 20 Ingenieure. Das heißt, ich hole jetzt nochmal drei Ingenieure und der Rest Arbeiter. Ist das effizient, für sieben Leute diese Sache zu starten oder sollte man etwas warten? Stimmt, das Gesetz für die Kapellengeschichte kann ich auch mal starten. Ich meine, im Moment brauchen wir es nicht dringend. Da bin ich mir nicht sicher. Ist es besser zu warten oder immer gib ihm zu machen? Ja, das Schiff kommt jeden Tag, aber jeden Tag, wenn man es nutzt, wird das logistische Limit reduziert. Die Frage ist halt, ob es schneller steigt
Also ihr versteht, was ich meine. Ob ich, wenn ich einen Tag warte, sagen wir es mal so, alle zwei Tage das nur mache, ob ich dann im Ergebnis mehr bekomme, als wenn ich jeden Tag was mache und am nächsten Tag wird es reduziert. Das müsste man mal beobachten. Genau, ich warte mal einen Tag und schaue, wie es ist. Das könnte man mal beobachten. Wir haben jetzt 8 Uhr gleich ein Limit von 22 oder 21. Vielleicht reicht es auch mal einen halben Tag zu warten. Nee, wir haben nicht vor 24 Stunden alles ausgegeben. Nee, das Limit ist ja nicht auf 0 gesunken. Als wir bestellt hatten, war das Limit doch nicht auf 0, oder? Ja? Nee, ich glaube nicht. Nee, das ist nur ein Stück abgesunken. Genau, also stopp mal, wenn es auf 0 sinkt, dann ist das unlogisch. Am Anfang war es auf 42 oder 40. Dann war es auf 30, jetzt auf 21. Das heißt, nach eurer Logik müsste es ja dann immer wieder, weil wir es ja immer im gleichen Rhythmus ist, jeden Tag einmal, müsste es ja aufs gleiche Limit hochwandern. Ist es aber nicht. Wir warten mal. Das heißt, da muss halt ein anderer Faktor mit drin sein. Ja, die Punkte ist klar, Mr. Seven. Ist schon klar. Ich habe bloß behauptet, dass das System nicht so funktioniert, dass es einfach auf 0 geht und dann immer wieder auf denselben Wert anwächst, weil der Wert ist ja gesunken nach einem Tag. Das ist der Punkt. Schau in den Ratgeber nach, da steht es beschrieben. Welchen Ratgeber? Hier habe ich im Schrank jetzt einen Ratgeber. Ich werde jetzt nicht googeln, das ist doch der Gag, dass man es selber rausfindet. Ich weiß, jetzt habe ich 22, klar, das steigt an. Der Punkt ist aber, steigt es schneller an, als der Faktor wieder absinkt, wenn man es nutzt. Aber offenbar werde ich nicht richtig verstanden. So, wir haben jetzt 6 Stahl. Wollten wir mit dem Stahl irgendwas machen? Oben im Zahnrad ist kein Ratgeber versteckt. Nein. kurz überlegen. Durch die Diskussion bin ich jetzt gerade aus dem Konzept gebracht worden. Was ist jetzt eigentlich unser nächster Plan? Was wollen wir machen? Wir waren am Überlegen, ob wir neue Leute holen. Sägewerk. Genau, aber Sägewerk müssen wir erstmal erforschen. Das heißt, wir können im Moment nichts machen, glaube ich, oder? Ah, die Diskussion war noch, ob wir einen zweiten Hafen wollen, aber da war ich ja eher für Sägewerk. Werkstatt, genau. Eine Werkstatt war das Thema. Richtig. Werkstatt. Dafür brauchte ich 5 Stahl. Deswegen sagte ich eben so voller Freude, wir haben 5 Stahl. Jetzt weiß ich es wieder. Die Werkstatt sollte gebaut werden. So, Jagdgründe erschöpft. Der Moment ist gekommen. Okay, alles klar. Da haben wir jetzt keine Arbeitskräfte mehr über. Das heißt, die sind aber noch einmal bringen sie. Okay, wir haben also noch ein bisschen Zeit. Kleiner Wasserfall oder Nistplatz? Ich gehe mal zum kleinen Wasserfall. Der schnell fließende Fluss hat eine tiefe Kluft in den Ebenen hinterlassen. In der Ferne ist ein kleiner Wasserfall zu sehen. Gucken wir mal. Ich weiß, dass der Angelhafen Leute braucht, aber wir haben ja gerade ausführlich entwickelt, warum wir ihn noch nicht nutzen.
So, der Stahlhaufen ist erschöpft. Jetzt haben wir ordentlich viele neue Leute. Die könnten wir... Ah, jetzt haben wir hier Stahl en masse. Die könnten wir für Notzeiten in den Angelhafen schicken. Ist wahrscheinlich eine gute Idee. Aber wir lassen sie erstmal die Werkstatt weiterbauen. Das ist, glaube ich, noch eine bessere Idee. Wobei, da sind ja schon 10, ne? Ne, das sind die 10 von hier. So, jetzt müssen wir umdisponieren. Die Ingenieure kommen hier raus. Die Ingenieure kommen hier rein. Hier kommen Arbeiter rein. Oh, die restlichen 5 kommen hier unten rein. Das sind noch 2 Ingenieure, die wir über haben. Wo können die noch arbeiten? Können die hier direkt sammeln oder weigern die sich? Ja. Nee, dann machen wir das doch anders. Dann kommen hier noch die 2 Ingenieure rein. Und hier noch die letzten Arbeiter. So. 26. Der verzweifelte Vater. Sir, der verzweifelte Vater des kranken Kindes möchte mit dir sprechen. Er fleht dich an, dass du ihn nach Hause zurückkehren lässt. Ich weiß, dass ihr einen gut bezahlten Job aufgebe, aber ich werde schon eine Lösung finden. Meine Familie braucht mich, Sir. Bitte lasst mich zu ihnen zurückkehren. Ärzte kosten Geld? Was heißt das denn? Ich denke, es ist ein Arbeiter und kein Ingenieur. Ja, wir lassen ihn, glaube ich, gehen. Einer pro Stunde? Wie einer pro Stunde? Ärzte kosten Geld, du brauchst das Geld von diesem Job für dein Kind. Ach so. Ach so, ach so, ach so, ist das gemeint? Ja, aber wir fahren mal hier weiter den liberalen Kurs. Soll er doch gehen. Wo fehlt jetzt der Arbeiter? Da hinten bei der Kohle. Das ist auch nicht so dramatisch. Gesetzbuch. Ein Logistikpunkt pro Stunde. Ach so. Ja, das können wir uns gleich nochmal angucken. So, Abendgottesdienst, da geht es nicht mehr weiter. Firmenbestattung, weiß ich nicht. Das ist gesperrt. Haferschleim, gibt es im Moment keine Notwendigkeit. Das sind jetzt alles nur noch die schwierigen Entscheidungen. Aber ich würde sagen, wir müssen die noch nicht treffen. Oh, wir haben einen Raid, den ich nicht mitbekommen habe. Gaius, sei gegrüßt. Schön, dass ihr da seid. Wir sind hier fast am Ende unseres ersten Abends mit Frostpunk, der letzte Herbst. Und ich denke, es gibt hier im Moment keine richtigen Gründe, ein weiteres Gesetz hier einzuführen. Da gibt es im Moment noch keinen Anlass. Ja, gut. Aber andererseits sind wir jetzt gerade an einem schönen Punkt angekommen, wo wir, und insofern tut mir das ein bisschen leid jetzt für die Raider, wo wir den heutigen Abend erstmal beenden können. Wir haben ein bisschen nachgearbeitet, unsere Zwangspause. Ich sag mal so, na warte mal, wir haben die Forschung. Profilmanufaktur. 3010. Das können wir gerade noch so bauen. Und dann wird die spannende Frage sein. Ach so. Nee, das bauen wir noch nicht. Weil wir müssen... halten wir das erstmal ein bisschen auf. Wir müssen das Sägewerk eigentlich bauen. Dafür brauchen wir 20 Holz. Ansonsten müssten wir hier wieder super ineffizient das wechseln, was auch Mist ist.
Das heißt, wir haben jetzt ein bisschen die falsche Reihenfolge geforscht, leider. Das war ein Fehler. Das heißt, wir werden jetzt, glaube ich, oder habt ihr eine bessere Idee? Meines Erachtens erst einmal das Sägewerk erforschen. Dann das Sägewerk bauen. Und dann, wenn wir mit dem neu gewonnenen Holz wiederum die Profilmanufaktur bauen. Ja, das Sägewerk braucht Leute. Aber ehe wir das erforscht haben, werden wir dann auf jeden Fall noch Leute dazugeholt haben. Zweiten Hafen bauen geht auch. Das ist richtig. Aber ich wiederhole nochmal, zweiter Hafen bedeutet 28 Arbeitskräfte oder so, um das effizient zu betreiben. Oder wenn man es nicht effizient macht, 22, was weiß ich. Weil du brauchst Leute, die im Hafen arbeiten und du brauchst eigentlich zwei Sammelstellen. Während ein Sägewerk mutmaßlich, ich würde sagen, 10 Arbeiter benötigt. Das halte ich jetzt in dieser Situation doch für das Beste, wo wir Arbeitskräftemangel haben. Natürlich müssen die nicht immer voll sein, das ist klar. Aber wir brauchen ja Holz. Also wenn wir Holz haben wollen, brauchen wir Leute, oder? Es ist mit 10 Arbeitern doch nicht ineffizienter. Naja, doch, das kann man ja. Ja, kann ich jetzt nicht berechnen, weil ich nicht umgeschaltet habe. Ich weiß jetzt nicht mehr, was war das? 16, wir können das ausrechnen. Mit 10 Arbeitern. Lass uns das ausrechnen. Also. Mit 10 Arbeitern macht dieser Holzhafen 16 Holz pro Stunde. 16 mal 8 ist gleich 128 Holz, die er da auf den Haufen wirft. So. Könnt ihr euch noch erinnern, wie hoch der Faktor war, was die Sammelstellen einsammeln? 6. So, nehmen wir mal an, erstmal jetzt so berechnet, 20 Leute. Ich glaube, es war 6. 6, das heißt 2 Sammelstellen mal, also 12 mal, warte mal, 6 pro Stunde? Nee, anders. 6 pro Stunde, 12 mal 8, ja genau. 96, okay, das heißt, man braucht 30 Leute, um 96 Holz, beziehungsweise wahrscheinlich könnte man das noch reduzieren. Sagen wir mal 28 Leute, um 96 Holz zu produzieren. So, wir wissen, dass ein Sägewerk 80 Holz produziert mit, und das wissen wir jetzt nicht, ich spekuliere mal 10 Leuten, können aber natürlich auch 15 sein. So. Wie soll jetzt bitte, nehmen wir mal, das sind 10 Leute, wie soll bei dem Faktor 28 zu 96 und 10 zu 80 10 im Hafen plus Sammelstellen genauso effektiv sein wie die 10, die 80 herstellen? Das geht doch gar nicht. Sägewerk sind 10 Leute. Also in welcher mathematischen Welt soll das genauso effizient sein? Also man könnte ja sagen, man packt 5 Leute in den Hafen, dann würde man 64 Holz dort hinlegen und um 64 Holz dann abtransportieren zu können, braucht man wahrscheinlich so 12 weitere Leute. Das heißt 17 für 64 Holz.
Jetzt kannst du es immer weiter runterrechnen. Das heißt, mit 10 Leuten produzierst du da vielleicht 30 Holz am Tag, während du im Sägewerk 80 Holz produzierst. Also, nee, die Rechnung, die ihr da macht, geht einfach nicht auf. Der Hafen steht aber nicht neben dem anderen. Die Hafenpunkte sind definiert. Hier ist noch ein Hafen. Das heißt, man kann die Sammelstellen nicht dafür nutzen. Und hier ist noch ein Hafenpunkt. Man muss extra Sammelstellen bauen. Okay, also ich denke, der Plan mit dem Sägewerk ist der richtige. Wir haben nur die Forschungsreihenfolge nicht ganz korrekt gemacht. Okay. Alles klar. Der Wald abholzen bringt auch noch mehr Platz. So, es geht, habe ich vergessen zu sagen, nächste Woche... Stopp. Es geht nicht nächste Woche Donnerstag weiter, sondern ich bin Donnerstag ausnahmsweise weg. Es geht mit allerhöchster Wahrscheinlichkeit nächste Woche Mittwoch weiter. Oder Dienstag, aber mit 95%iger Wahrscheinlichkeit Mittwoch. Stellt euch darauf ein, falls ihr dabei sein wollt. Nächste Woche Mittwoch. So, wir speichern das. Kann ich das auch irgendwie benennen? Donnerstream 1. Können wir mit Roboter im Sägewerk arbeiten? Ich glaube, von Robotern sind wir noch weit, weit entfernt. Für einen zweiten Run wären die nebeneinander möglich? Die Häfen? Nee. Also da bin ich mir 100%ig sicher. Die Hafenpositionen waren so weit auseinander, dass das nicht reicht. Schau dir das an. Du musst, hier ist dann der Holzstapel irgendwo. Da ist der und die Sammelstellen. Wir gucken uns das nochmal an. Das geht nicht. Das passt nicht zusammen. Niet. Und auch beim Anglerhafen kommt das nicht hin. Du musst hier sein. Das geht nicht. Es gibt dann nicht mal einen Generator. Ja, genau. Da kann man auch noch keine Roboter haben. Egal, Leute. Es macht Spaß. Für einen Hafen gibt es eine andere Sammelstelle? Hä? Sammelstelle. Es gibt für den Hafen keine andere Sammelstelle. Außer du bist jetzt schon am Spoilern. Oder du sprichst von Zukunftstechnologie. Muss man erforschen. Ja, okay. Wir sind aber jetzt in der Anfangsphase. Verbesserter Hafen. Sammeloptimierung. Fortgeschrittene Ladestation. Ja, Leute. Das ist doch alles weit entfernte Zukunftsmusik. Das ist doch kein Argument für die aktuelle Debatte. Radius kann man auch erforschen. Vielleicht. Gut. Egal, ich wollte kurz mal resümieren. Ich finde es echt toll. Erstens diese Idee, dass wir so diese Vorgeschichte miterleben. Schon sehr stark. Ich finde es super motivierend, dass die gesamte Mechanik, sich irgendwie die komplette Dynamik geändert ist. Dass man hier das aufbaut, das ist einfach zu cool. Dann diese, wie sie es geschafft haben, am Anfang alles so einigermaßen easy peasy und dann plötzlich schlägt das komplett um, weil du dann diese riesigen Probleme erstmal bekommst, die wir aber jetzt zum Glück in den Griff gekriegt haben. Natürlich, wir haben ein paar Tote, ja, das ist nicht so gut, aber schaut mal, Unzufriedenheit 0, Motivation absolut im mittleren Bereich, wir haben im Moment keine Nahrungsprobleme, wir können jetzt relativ strukturiert die Prioritäten abarbeiten. Ich bin erstmal ganz gut der Dinge, dass wir auch den nächsten Abend ordentlich bestreiten können.